Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt noch nicht hier sind, nicht außersehen unten gelandet sind, bei dem Münchner Herrenclub mit Frau Hadertauer. Das ist eine Konkurrenzveranstaltung, die wir durchaus halten, würde ich sagen, hier bei uns. Einige bleiben natürlich immer bei dem Wetter vor allem hier auf der Strecke. Ich freue mich vor allen Dingen, dass unsere Panel-Teilnehmer fast alle gekommen sind. Herr Klintz ist noch im Zug verspätet aus Brüssel. Die Verkehrsbedingungen sind heute so schwer, dass man jedem hoch anrechnen muss, dass er überhaupt aus anderen Gegenden in Deutschland kommt. Ich darf Sie im Namen der BMW-Stiftung Herbert Quandt und der CSIFO-Gruppe München ganz herzlich am Bayerischen Hof zum 5. Summit-Lecture mit dem Titel Alternativen zur Transferunion – Wie viel wirtschaftspolitische Integration braucht die EU willkommen heißen. Sie wissen vielleicht schon, dass wir jetzt seit 2009 immer so eine Summit-Lecture vorlegen vor dem Munich Economic Summit, so als Einführung in die Thematik. Das macht auch sehr viel Sinn. Dieses Jahr wird das Summit stattfinden am 16. und 17. Mai mit dem Titel Relaunching Europe. Und wir versuchen, dieses Thema ein wenig vorweg hier schon aufzugreifen, mit Ihnen im Rahmen eines Expertenpanels Thematik zu beleuchten und mit Ihnen zu diskutieren. Ich glaube, es ist eine ganz gute Einführung in ein Thema, was uns jetzt gerade in der nächsten Zeit natürlich sehr intensiv hier beschäftigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich ganz kurz fassen. Die Experten sitzen jetzt hier gleich auf dem Panel. Die Opposition hat ihr selbstgestecktes Ziel im Rahmen der Lissabon-Strategie nicht erreicht. So kann man heute schwerlich behaupten, die Europäische Union habe sich seit dem Jahr 2000 zum wettbewerbsfähigsten, dynamischsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt entwickelt. Ich zitiere aus der damaligen Erklärung. Mit der Banken- und Staatsschuldenkrise in Europa ist vielmehr das Gegenteil eingetreten. Seit 2007 versucht die Opposition, einen Weg aus der Krise zu finden. Der Stabilitätspakt wurde verschärft, ein Euro-Rettungsfonds und ein Fiskalpakt eingeführt. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs fordern eine vertiefte Integration, andere wegen sogar die Option eines EU-Austritts. Das Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd hat seit der Krise stark zugenommen. Die Europäische Union scheint so gespalten wie nie zuvor. Wohin aber führt der Weg? Wird es über weitere Zwischenschritte zu einer politischen Union mit Förderraum Aufbau kommen? Was sind die Bestandteile einer solchen Union? Braucht die Europäische Union eine neue Wachstumsstrategie, eine demokratisch kontrollierte Wirtschaftsregierung, eine europaweite Koordinierung der Lohn-, Sozial- und Steuerpolitiken sowie europäische Regeln für die Schuldenfinanzierung? Oder entwickelt sich die Eurozone immer mehr zu einer Transferunion? Und das ist unser heutiges Thema. Diesen Themen wollen wir uns also widmen. Und ich freue mich sehr, dass wir einen exzellenten Expertenpanel hier zusammengeführt haben. Moderation wird heute durchgeführt werden von Roland Tichy. Sie kennen ihn sicher alle, er ist Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Und wer hat ihn nicht schon gelesen? Ich glaube, alle von Ihnen immer wieder und auch im Rundfunk gehört. Er studierte München und New Orleans Volkswirtschaft, Politik und Kommunikationswissenschaft. Er hat sogar 2 Jahre Erfahrung im Kanzleramt, längere Zeit her, wie ich vermute, aber hat dort auch die Themen aus einer anderen Sicht gesehen. Er wechselte dann als Bonner Korrespondent zur Wirtschaftswoche. Er arbeitet für namhafte deutsche Wirtschaftsmagazine und als Medienberater für große Unternehmen. Er kennt also die Thematik auch von allen Seiten unserer Wirtschaft. Für das Handelsblatt leitet er das Berliner Büro. Seit 2007 ist er Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Und für seine Kolumne Tichys Totale wurde er 2008 mit dem Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Lieber Tichy, ich darf Ihnen damit das Podium übergeben. Sie sind in Charge jetzt und werden diesen Abend gestalten. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen. Freundliche Einführung. Wir haben uns hier darauf verständigt, dass jeder der Panelisten einen kurzen 5-minütigen Vortrag hält, der die Fragen, die Sie aufgerissen haben, kurz anreißt und dann diskutieren wir. Und dann nach einiger Zeit sind Sie herzlich eingeladen, natürlich aufzustehen und mitzustreiten. Es ist ja ein leidenschaftliches Thema. Den Anfang macht Professor Werner Plumpe vom Historischen Seminar der Goethe-Universität zu Frankfurt. Herr Plumpe hat ein kluges Buch geschrieben. Es geht um Wirtschaftskrisen. Das ist der lapidare Titel. Ich schätze es sehr, wenn ich es kurz zusammenfasse. Es gibt Krisen, gibt es eigentlich immer. Die Krise ist der Normalzustand. Und das Schöne ist, morgen geht die Sonne wieder auf. Aber jenseits dieser sehr tröstlichen Sichtweise des Historikers mit dem ganz langen Atem,
Was ist das Besondere an dieser Euro-Krise? Ist es eine singuläre Krise, eine säkulare Krise oder ist es nur so ein bisschen Auf und Ab, an das man sich gewöhnt, wenn man ein bisschen durchatmet? Ja, schönen Dank für die freundlichen, einführenden Worte. Ich glaube, die gegenwärtige Krise lässt sich mit den Mitteln, die wirtschaftshistorisch und wirtschaftswissenschaftlich zur Verfügung stehen, um den langfristigen Strukturwandel, die konjunkturellen Zyklen der Wirtschaft zu beschreiben, nicht wirklich erfassen. Sie hat zwar zu ihrem Beginn ein durchaus konjunkturelles Moment gehabt, das verstärkt war durch den Ausbruch der Finanzkrise, aber seitdem hat sie eine ganz neue Dimension dadurch bekommen, dass es eben spezifische politische Antworten gegeben hat auf diese Krise, die Staatsverschuldung erweitert haben, dass diese Antworten im Euro-Rahmen gegeben werden mussten, der zusätzliche Problematiken hineingebracht hat, sodass ich ein bisschen dazu neige zu sagen, das, was wir im Moment mit der Euro-Krise und mit der Staatsverschuldungs- und mit der Handlungsfähigkeitskrise der europäischen Staaten besprechen, ist eigentlich mit den Mitteln der normalen Konjunkturforschung, der historischen Betrachtung von Wirtschaftskrisen sehr schwer zu erfassen. Und in dem Rahmen wird ja gesagt, und dann bin ich jetzt bei meinem eigentlichen Thema, mehr Europa, mehr Integration, mehr einheitliche Wirtschaftspolitik könne hier zu einer sinnvollen Alternative führen. Das könne also helfen, die multiple Krise, die wir im Moment beobachten können, zu lösen. Ich will dazu nicht normativ mich äußern, also sagen, das sollte man tun, das sollte man nicht tun. Als Wirtschaftshistoriker habe ich den Vorteil, dass ich mich auf das beziehen kann, was passiert ist. Und Sie kennen das aus der Medizin, die besten Diagnosen stellt der Pathologe. Also wenn man nach hinten schaut, hat man sehr viel mehr Möglichkeiten, sich zu äußern. Ich will kurz auf 5 Punkte eingehen. Der erste beschäftigt sich mit der Frage, was soll das eigentlich, eine einheitliche europäische Wirtschaftspolitik, europäische Integration? Das soll ja eine Antwort auf etwas sein, was fehlt, was also, wenn man so will, spontan nicht entstanden ist. Man möchte jetzt etwas herbeiführen, einen Zustand, der spontan aus dem Alltag des ökonomischen Strukturwandels gerade nicht entsteht. Also Politik will, wenn man so will, den ökonomischen Strukturwandel korrigieren. Der erste Punkt wäre also der, das Ziel liegt meiner Ansicht nach verfolgt die EU oder soll das, was hier gemacht wird, doppeltes Ziel verfolgen, nämlich einmal die Lebensverhältnisse in Europa nicht anzugleichen, aber doch in der Tendenz einheitlicher werden zu lassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite soll Europa, das was also die EU bzw. die Eurozone in ihrer wirtschaftlichen Dynamik gestärkt werden. Die Wettbewerbsfähigkeit und Ähnliches soll zunehmen. Das ist das Ziel, was dahinter steckt und dazu soll eine europäische Vereinheitlichung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik dienen. Meine erste These wäre dann, dass das streng genommen aber gar nicht zusammenpasst. Und da bin ich beim zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, denn Strukturwandel historisch ist ja sehr gut zu beobachten, ist immer regionale Differenzierung. Ökonomische Dynamik führt immer zu regionaler Differenzierung. Da sage ich gleich noch etwas mehr zu, das will man ja auch fördern. Europa, Herr Kobach hat darauf hingewiesen, soll der dynamischste Wirtschaftsraum werden. Das heißt aber, wenn ich wirtschaftshistorisch mir das genau anschaue, die regionalen Differenzen sollen zunehmen, weil es gibt Regionen, die sich schneller entwickeln, es gibt Branchen, die sich schneller entwickeln, es gibt andere, die darauf gemessen zurückfallen. Strukturwandel ist also immer ein Prozess der regionalen Differenzierung. Was wir auf der anderen Seite aber wollen, wir wollen gerade das Vereinheitlichen. Wir wollen, dass diese regionale Differenzierung in den entscheidenden Parametern sozialer, kultureller, ökonomischer Lebensstandardsart sich nicht wirklich durchschlägt. Das heißt, die europäische Politik hat ein Ziel formuliert, das aber in gewisser Weise einen Widerspruch darstellt. Man könnte auch sagen, zu einer gewissen Politiküberforderung führt. Denn man tut Dinge gleichzeitig, die aber irgendwie nicht so richtig zusammenpassen oder will das jedenfalls machen. Wenn man das historisch betrachtet, da bin ich bei meinem dritten Punkt angekommen, dann kann man ganz eindeutig sehen, dass die moderne ökonomische Entwicklung, jedenfalls seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Großbritannien, immer ein Prozess regionaler Ausdifferenzierung gewesen ist. Das Konzept nationaler, homogener Entwicklungen, das lange Zeit noch in Büchern wie die englische Industrialisierung, die deutsche Industrialisierung eine große Rolle gespielt hat, wird heute gar nicht mehr verfolgt. England ist so dynamisch im 18. und 19. Jahrhundert, weil es dynamische Regionen hat, darauf bezogen aber auch Rückfallregionen. Und die Dynamik kann sich weiter fortsetzen, weil eben aus den Rückfallregionen Ressourcen mobilisiert werden, die dann in den dynamischen Regionen verwendet werden können. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade die Arbeitskräftemigration spielt eine große Rolle. Das können wir im 19. Jahrhundert ebenso im deutschen Fall, aber auch in allen anderen europäischen Fällen sehr schön beobachten. Dass ökonomische Entwicklung zu einer regionalen Vereinheitlichung führt,
auf größere Territorien oder Regionen bezogen, ist schwer zu beobachten. Es gibt bestimmte Ausnahmefälle. Eine Ausnahme ist die alte Bundesrepublik Deutschland gewesen, die gemessen am Ausgangsniveau der 1920er Jahre ökonomisch und strukturell homogener gewesen ist als das, was es als der Westen des alten Deutschen Reiches. Das ist aber nur zu erklären durch die besonderen Bedingungen, dadurch, dass die Problemgebiete im Osten an Polen gefallen sind und dass auch Mitteldeutschland, das seinerzeitige Mitteldeutschland, auf eine gewisse Weise, wenn man so will, Zuschussregion gewesen ist für den Westen, der dann auf eine bestimmte Weise regional vergleichsweise homogen werden konnte. Seitdem haben wir im Übrigen seit dieser Zeit die Vorstellung, Politik müsse für regional ausgeglichene Lebensverhältnisse sorgen. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Der nächste Punkt, den ich in diesem Zusammenhang historisch benennen will, ist, der politische Einheiten und ökonomisch-regionale Differenzierung fallen in der Regel nicht in eins. Das heißt, wir haben Regionen unterschiedlichster Art in den einzelnen Staaten. Und die einzelnen Staaten haben bis in die 1950er Jahre hinein auch nie versucht, diese regionalen Gefälle innerhalb ihres Landes wirklich auszugleichen. Was es gab, war nationale Wirtschaftspolitik, um den nationalen Standort zu fördern, über Zollpolitik, über Handelspolitik, über andere Dinge. Aber es herrschte nie eine Vorstellung vor, man müsse von bestimmten Notfallsituationen abgesehen so etwas wie eine vereinheitlichende Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben, sondern man hat den regionalen Strukturwandel im nationalen Rahmen in der Tendenz eher hingenommen. Das ändert sich erst in den 1950er und 60er Jahren. In der alten Bundesrepublik kann man das sehr schön rekonstruieren. Da ist das durch die besonderen Bedingungen nach der Teilung des Landes gut zu erklären. Wenn wir uns dann die Erfahrung anschauen, die seit den 1950er Jahren gemacht worden ist, mit dem Versuch, Vereinheitlichung zu erreichen, man kann im Übrigen auch schon länger zurückgehen, dann wird man feststellen, dass politische Versuche der Vereinheitlichung unterschiedlicher Regionen auf ein mehr oder weniger national definiertes Niveau durchweg gescheitert sind. Und zwar nicht gescheitert am bösen Willen, sondern gescheitert daran, dass die regionalen Kräfte nicht trivial sind. Die Gründe, weshalb es regionale Differenzierung gibt, ist eben nicht trivial oder durch einfache politische Korrekturen zu verändern, dann hätte Italien den Zeitpunkt seit der nationalen Einigung, also die letzten 150 Jahre, dazu genutzt, die regionalen Unterschiede im Land auszugleichen. Dann hätte Belgien, das schon ein bisschen länger besteht, seit 1830, nicht diese geradezu Auf- und Abgeschichte des regionalen Hin und Her gemacht, indem bis in die 1950er, 60er Jahre die Wallonie aufgrund ihrer Strukturvorteile dominierte und seitdem jetzt das Problem dasteht, dass die Wallonie zurückfällt als schwerindustrielle Region, stattdessen Flandern hochgekommen ist mit all den politischen Folgen. Der belgische Staat hat es nicht ausgleichen können, der italienische hat es nicht ausgleichen können. Auch im Rahmen der Europäischen Union lassen sich solche Prozesse der Vereinheitlichung nicht positiv beobachten. Ich will nur, damit ich nicht zu lang werde, ein Beispiel, was am vergangenen Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein schöner, interessanter Artikel war. Der ein oder andere von Ihnen wird ihn gelesen haben, über die EU-Politik gegenüber Kalabrien. Das war ein schöner, längerer Artikel in der Sonntagszeitung, der über die etwa 3 Milliarden, die zwischen 1998 und 2007 dorthin geflossen sind, berichtet hat. Es ist alles versickert, letztlich daran, dass die regionalen Strukturen im Süden Italiens eben nicht willkürlich schlicht und einfach verändert werden können. Beim nächsten Punkt, und dann bin ich auch schon beim Schluss, beim nächsten Punkt, wenn Politik das machen will, wenn die EU also jetzt hergeht und sagt, wir vereinheitlichen das und wir setzen durch, dass es dynamischer wird und dass es regional homogener wird, dann muss man sehr viel Mittel in die Hand nehmen, um das zu tun. Alle historische Erfahrung zeigt, dass diese Mittel wahrscheinlich die regionale Differenzierung nicht aufhalten werden, die man ja zugleich über die dynamische Wirtschaftspolitik auch noch fördern will. Was wir eher bekommen, ist das, dass in Brüssel eine starke Zentrale entsteht, die diesen Anspruch verfolgt, ihn de facto aber nicht einlösen kann, sondern Mittel aus den reicheren Regionen benötigt, um die ärmeren aufzupäppeln, ohne dass das zu einem positiven wirtschaftlichen Erfolg führt. Die Opportunitätskosten noch gar nicht mitbedacht. Man könnte ja die Mittel, die man in die Förderung unterentwickelter Regionen steckt, auch ganz anders nutzen und sich dann fragen, hätte man dann nicht einen größeren Nutzen. Insgesamt möchte ich mit John Stuart Mill schließen, was die Tendenz, die eine Vereinheitlichung bieten kann, oder die Tendenz, die mit einer Vereinheitlichung der Wirtschaftspolitik in Europa entstehen kann, ist die, dass es spezifische seiner Wettbewerbsvorteile verliert, die eben gerade daraus resultieren, dass es
kein einheitlicher Raum ist, sondern dass es unterschiedliche, miteinander konkurrierende Regionen gibt, die diese Region über ökonomischen Wettbewerb untereinander austragen und dass es keine Zentrale gibt, die über massive Umverteilung versucht zu sorgen, dass es einen homogenen Raum gibt, dass es nur teuer, aufwendig und letztlich, so jedenfalls John Stuart Mill, auch nicht liberal. Vielen Dank. Ich habe die tröstliche Botschaft mitgenommen. Mecklenburg bleibt unser Sizilien, bloß ohne Sonne. Die Frage werden wir später diskutieren müssen, ob es trotzdem unter einem Dach organisiert werden kann. Den zweiten Impulsvortrag hält Dr. Markus Kerber, ein Wanderer zwischen den Welten, bei Banken gewesen, als man darauf noch stolz war, ein Unternehmer, erfolgreich, dann Ratgeber des Innenministers, der dann Finanzminister wurde und jetzt Hauptgeschäftsführer des BDIs. Und er hat versprochen, die schlichte Sicht der Industrie vorzustellen, ganz ohne professorale Intelligenz und Stringenz. Ganz so schlimm wird es dann hoffentlich nicht kommen, lieber Herr Tichy. Nein, ich wollte in der Tat dieses spannende Thema Transferunion auf der einen Seite und vertiefte wirtschaftspolitische Integration auf der anderen aus der Sicht, wenn Sie so wollen, von maßgeblich Betroffenen schildern, nämlich der deutschen Industrie. Und für uns ist diese Fragestellung, gleiten wir einerseits entweder in eine Transferunion oder andererseits in eine verdichtete, unsere Freiheitsgrade raubende wirtschaftspolitische Integration ab, von fast schon existenzieller Bedeutung. Ich hoffe, man kann dieser Wahl bei mir schon einen gewissen negativen Unterton entnehmen, denn weder das eine noch das andere ist so richtig erfüllend und glücklich machend. Denn Unternehmer, insbesondere Industrieunternehmer, lieben ja freie Märkte und sie lieben möglichst wenig staatlichen Eingriff. Das sei mal vorausgeschickt, aber vielleicht zu Beginn meiner Ausführung noch mal eine kurze Beobachtung, die Herrn Professor Sinn sicherlich klar ist, aber vielleicht nicht jedem so klar ist. Die deutsche Volkswirtschaft mit ihrem starken und großen industriellen Kern, der größer ist als in allen anderen EU- und Eurozonenstaaten der vergleichbaren Größe, diese deutsche Volkswirtschaft hat seit 1989, also seit fast 25 Jahren, ein Vierteljahrhundert, seit der Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges eine enorme strukturelle Veränderung durchgemacht. Sie hat sich, wertneutral gesprochen, geöffnet. Ihr Offenheitsgrad, manche sprechen ihre Extrovertiertheit und ganz andere sprechen davon ihre Verwundbarkeit und ihre Abhängigkeit von externen Akteuren hat sich in einem ungekannten Ausmaße erhöht. Wer einen Beleg sucht, Monatsbericht Deutsche Bundesbank 2006, Dezember, Deutschlands Rolle in der Globalisierung, hat die Bundesbank das sehr schön nachgewiesen, sie hält die Zeitreihe auch noch nach. Keine andere Volkswirtschaft hat so hohe reale und finanzielle Offenheitsgrade, also in der vergleichbaren Größe, in der OECD wie Deutschland. Das heißt, für uns sind die Wechselwirkungen zwischen der Außenwirtschaft und der Binnenwirtschaft auch im europäischen Wirtschaftsraum von ganz zentraler Bedeutung und insbesondere für die deutsche Industrie. Wir haben eine Exportquote von fast 60%. Wir haben eine Verlagerung von Produktionspotenzial, von, man könnte auch sagen, von Kapital, von Deutschland ins nahe und ins ferne Ausland in unbekanntem Ausmaß. Sie haben neulich das vielleicht in einer kleinen Meldung verfolgt. Einer von vier von Volkswagen produzierten PKWs wird in Deutschland produziert. Einer von vier. Ich kann das auch auf die große deutsche Automobilindustrie ausweiten. Wir bauen in Deutschland noch 5 Millionen PKWs. Die deutschen Produzenten bauen außerhalb Deutschlands 8,4 Millionen. Der Trend ist unumkehrbar, der wird sich fortsetzen. Da aber die rechtlichen Einheiten all dieser Firmen in Deutschland sind, sind für uns diese Austauschbedingungen zwischen In- und Ausland, auch die Wechselbeziehungen, so sie nicht in einem einheitlichen Währungsraum sind, von enormer Bedeutung. Deswegen ist Industrie im europäischen Ordnungsgefüge für uns die überragende Rolle und der Blick in die Eurozone ist und auch in die EU der 27 ist ernüchternd. Wir haben, wenn Sie den Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung nehmen, einen Anteil von 26%. Der europäische Durchschnitt liegt bei 18%, Frankreich liegt bei 11%, Großbritannien bei 10%, Italien bei roundabout 17%. Das heißt, wir haben eigentlich kaum einen vergleichbaren Player in der Eurozone, in Europa, der unsere Struktur kennt, der unsere Struktur versteht, der nachvollziehen kann, weswegen Wettbewerbsfähigkeit immer das Mantra ist, das die deutsche Industrie vor sich herträgt. Wenn Sie einen erweiterten Begriff nehmen, den wir mehr und mehr nutzen, nämlich verarbeitendes Gewerbe plus industrienahe Dienstleistung, also vom Abfassen von Broschüren bis nachher zum Service in der Bedienung
von komplizierten Maschinen, die wir verkaufen. Wir sind ja heute Problemlöser und nicht nur Produktverkäufer, um so ein neudeutsches Wort zu nehmen. Dann ist Deutschland ebenfalls mit knapp 36% schon an der Spitze. Frankreich, die USA, also ich nehme mal ein außereuropäisches Land, Großbritannien kommen selten über die 20-24% hinaus, wenn man dort die Dienstleister dazu nimmt. Ich muss das deswegen schon festhalten, weil wir natürlich in Europa und in der Eurozone der größte Akteur sind, dessen Wirtschaftsstruktur und deren Erfolgsbedingungen von zentraler Bedeutung sein müssten in politischen Auseinandersetzungen um die Zukunft dieser europäischen Architektur. Weil wir aber eine so offene Volkswirtschaft sind, mit einem hohen Industriegrad, einer relativ niedrigen Fertigungstiefe und relativ breiten Wertschöpfungsketten, da kann man auch Basarökonomie dazu sagen, ich sage das ganz bewusst, weil das ein Charakteristikum ist, das wir immer noch nicht überwunden haben, vielleicht auch gar nicht mehr überwinden können, sind für uns eigentlich die Umfeldbedingungen, wie sie Brüssel und andere uns diktieren, von allein schon ohne Wirtschafts- und Währungsunion, wenn wir nur in normalen Tauschrelationen wären, die noch von Wechselkursen bestimmt werden, von zentraler Bedeutung, und müssten eigentlich die strategischen Optionen, die die Bundesregierung erarbeitet, beeinflussen. Nun leben wir aber in einer ganz anderen Welt. Wir leben mit 16 anderen in einer einheitlichen Wirtschafts- und Währungsunion. Und alle Ökonomen wissen und haben uns das von Anfang an mitgeteilt, dass dass Wirtschafts- und Währungsunionen umso besser funktionieren, je homogener oder in der Politiksprache je konvergenter die Mitgliedstaaten sind. Herr Plumber hat gerade noch mal betont, das beißt sich dann irgendwie. Wenn einer, nämlich wir, besonders wettbewerbsfähig ist, differenziert er automatisch, wenn die anderen nicht mitlaufen, den Währungsraum aus, und zwar zu seinen Gunsten und zu den Ungunsten der anderen. Und ich glaube, genau das sehen wir im Moment, dass wir eben keinerlei Tendenz haben hin zu einer Konvergenz, dass wir keinerlei auch Verständnis in vielen anderen Ländern haben, was unsere Struktur anbelangt. Und um die Diskussion nachher etwas anzureichern, habe ich mir in den letzten Tagen ein paar Thesen mit meinen Mitarbeitern überlegt, um ihre zentrale Frage, kann wirtschaftspolitische Integration eine sinnvolle und bessere Alternative sein zur Transferunion? Die 7 Thesen sind kurz vorgetragen. Meines Erachtens braucht die EU der 27 keinen erhöhten Grad an wirtschaftspolitischer Integration. Die brauchen eine Vertiefung des Binnenmarktes, aber das geht mit weniger politischer Integration, mit weniger gemeinschaftlichen Institutionen genauso gut. Und daraus rührt ja auch der Impuls der Briten, diesem Projekt der vertieften Integration mehr und mehr den Rücken zu drehen. Und die Briten sind ja nur Fürsprecher für andere. Zweite These, die Eurozone der 17 bräuchte konjunktiv eigentlich mehr wirtschaftspolitische Integration, um die Voraussetzungen einer funktionierenden Wirtschafts- und Währungsunion zu erfüllen, sprich Konvergenz. Aber, dritte These, meines Erachtens sind die politischen, ökonomischen und wirtschaftskulturellen Ausgangsbedingungen der einzelnen Mitgliedstaaten der Eurozone der Gestalt, dass sie diesen Integrationsweg nur widerwillig mitgehen werden, ihn vielleicht gar nicht mehr mitgehen wollen. Vierte These, also das war die Ebene dann der Mitgliedstaaten. Vierte These, auf der EU-Ebene in der Union haben wir keine funktionierende Architektur im Moment. Das ist eine Baustelle, die sich jeden Monat verändern muss. Wir haben keine bestehende Architektur, um eine bislang sinnvolle wirtschaftspolitische Integration mit den politischen Widerständen in den Mitgliedstaaten auszugleichen. Fünfte These, Deutschland hat eigentlich aufgrund der von mir geschilderten Abhängigkeiten, die aus seiner Wirtschaftsstruktur herrühren, eine sehr unbequeme Position in dieser politischen Auseinandersetzung. Denn wie ich schon schilderte, es gibt kein anderes Eurozonenland vergleichbarer Größe, weder Spanien noch Italien noch Frankreich, das so strukturiert ist wie wir, also auch nicht diese Interessen hat wie wir. Das heißt, Deutschland wird seine Interessen gegen den Willen der anderen durchsetzen müssen oder nicht. Und seine eigenen Interessen gegen den Willen anderer durchzusetzen, ist nach Max Weber eine klassische Definition von Macht. Das heißt, die Beantwortung dieser Frage, die Sie hier über die Veranstaltung stellen, ist im Kern eine politische Machtfrage und weniger eine ökonomische Frage. Sechste und vorletzte These, gerade die zunehmende Verlagerung unseres Produktionskapitals und unseres Produktionsstocks ins außereuropäische und ferner gelegene Ausland macht eine Beantwortung dieser Frage, wie schnell wir zu einem sinnvollen Ordnungsmodell und ob wir zu einem sinnvollen Ordnungsmodell kommen in der Eurozone für die deutsche Industrie, zur allerwichtigsten Frage noch vor der Energiewende. Und siebte und letzte These, meines Erachtens nimmt die Bereitschaft,
diesem deutschen Ordnungsmodell zu folgen, bei den anderen Eurozonenstaaten, insbesondere im Süden, dramatisch ab, sodass wir relativ schnell zu einer schwierigen Richtungsentscheidung kommen müssen. Und in der Vorbereitung, ich kann nicht mit John Stuart Mills enden, aber in der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung fiel mir am letzten Donnerstag ein bemerkenswerter Artikel von Jan Ross in der Zeit in die Hände, den ich auch schon mit Herrn Friedrich auf dem Flug von Brüssel letzte Woche nach München geteilt habe. Da wollte ich nur einen Absatz zitieren, der, glaube ich, wahr ist. Ich zitiere: Die andere beklemmende Erscheinung dieser Tage ist die Verschärfung und Verfestigung des ökonomischen Kulturkampfes in Europa. Italien hat nicht einfach die Reformpolitik abgewählt, wie oft gesagt wird. Es hat vielmehr, im Anführungszeichen im Norden, den Grundzweifel an der Reformierbarkeit des Südens bekräftigt und fast schon zur Gewissheit gemacht. Vom Sozialkollaps in Griechenland über das italienische Wahlergebnis bis zu den Massenprotesten in Spanien und Portugal senden die Mittelmeerländer die Botschaft aus, dass sie mit den Erwartungen an ihre Transformationsfähigkeit überfordert sind, dass sie den Wandel nicht schaffen werden, ihn womöglich auch gar nicht schaffen wollen. Zitat Ende. Vielen Dank für diese 7 sehr scharfen Thesen. Wir werden sie dann diskutieren. Ich würde jetzt Herrn Professor Sinn das Wort geben. Ich will ihn nicht vorstellen. Diese Zeit kriegen Sie dann für Ihren Vortrag, werden vermutlich auch brauchen. Aber eine Frage wollte ich Ihnen noch mitgeben. Und zwar, Herr Plumpe sprach ja davon, dass die Vereinheitlichung nie gewollt, noch nie so richtig geklappt hat. Warum wollen wir sie denn dann jetzt? Wenn sich Großbritannien im 19. Jahrhundert so positiv entwickelt hat, Italien in der Summe ja auch nicht so schlecht, auch wenn Sizilien da ist und so weiter und so fort. Warum brauchen wir dann jetzt eine Debatte über eine Vereinheitlichung? Was zwingt uns zu dieser Vereinheitlichung, die wir uns in die Aufgabenstellung des heutigen Hausaufgabentages gestellt haben, Herr Professor Sinn? Sie kommen, Sinn, Sie kommen gleich dran. Diese Vereinheitlichung ist ja das starke Motiv hinter vielem, was in Europa passiert ist, insbesondere auch hinter dem Euro, so wie die Ostdeutschen die D-Mark nicht wollten, weil sie ein neues Zahlungsmittel wollten, sondern weil sie den westdeutschen Lebensstandard wollten, so wollten auch die Griechen den Euro, weil sie den gleichen Lebensstandard wollten. Und dieser Euro ist zu einer Brechstange geworden, zur Einrichtung eben eines Umverteilungsmechanismus in Europa gegen den Willen der Länder, die also hier hergeben sollen. Ich glaube, dass das Gefühl, was da manche Leute im Süden hatten, im Grunde richtiger war als alle diese schönen Theorien, die dann auch von Volkswirten, aber auch von Politikern mit dem Euro verbunden wurden. Wir sehen, dass es zum Schluss so kommt. Ja? Ich weiß noch genau, vor 20 Jahren habe ich also Vorträge zum Euro gehalten, da wurde ich gefragt, ja, aber die wollen an unser Geld ran. Ich habe gesagt, nein, das ist nur eine Verrechnungseinheit, macht euch keine Sorgen, im Maastrichter Vertrag steht genau drin, der eine hilft dem anderen nicht, wenn er pleite ist, geht er pleite und da hilft man nicht. Und da hat doch der Biertisch irgendwie viel besseres Gefühl gehabt für das, was kommen wird, als ein doch irgendwie letztlich formal denkender Wissenschaftler, der glaubt, irgendwelche Texte, die da aufgeschrieben worden seien, seien von Relevanz. Nicht? Frau Lagarde hat gesagt, wir wussten, dass wir den Maastrichter Vertrag brechen, aber das mussten wir tun für den Erhalt Europas. Es ging also von vornherein um diese Geschichte. Der Euro hat dazu dienen sollen, den Ländern Südeuropas die gleichen niedrigen Zinsen zu bringen wie dem Norden. Man hatte sich darüber geärgert, dass man also auf die Staatsschulden zwischen 10% und 15% zum Teil noch mehr Zinsen zahlen musste. Und die Deutschen kamen mit 5% zurecht. Und das wollte man ändern. Das hat man auch geändert, weil als der Euro angekündigt wurde, gab es diese Zinskonvergenz. Sehr viel Kapital floss nach Südeuropa. Privates Kapital, weil der Maastrichter Vertrag von vornherein nie ernst genommen wurde. Hätte man die No-Bail-Out-Klausel ernst genommen, dann hätten die Investoren gewusst, dass das eine riskante Sache ist.
dass vielleicht die Staaten pleite gehen und sie ihr Geld nicht wiederkriegen. Aber die praktische Europapolitik hat den Maastrichter Vertrag von Anfang an unterlaufen durch allerlei Regulierungsdetails, insbesondere den Umstand, dass die Banken und Versicherer kein Eigenkapital für die Staatspapiere der südlichen Länder halten mussten. In eklatantem Widerspruch steht diese Aussage zur No-Bail-Out-Klausel 123 EU-Vertrag. Weil wenn Staaten pleite gehen können, wie 123 sagt, ja, dann kann man ja nicht sagen, Staatspapiere im Süden sind sicher und man muss kein Eigenkapital halten. Also die praktische EU-Politik hat von vornherein diesen deutschen Wunsch mit den Füßen getreten und hat das Kapital in den Süden gelenkt, mit der Folge, dass also eine riesige Wirtschaftsblase entstanden ist, inflationär, die Länder ihrer Wettbewerbsfähigkeit beraubt haben. Um wettbewerbsfähig zu sein, muss man keine Industrie haben, man muss auch nicht produktiv sein, man muss nur so billig sein, wie es der Produktivität entspricht. Der letzte afrikanische Staat kann wettbewerbsfähig sein, wenn er hinreichend billig ist. Aber wenn man dann teurer wird, als es der eigenen Leistungsfähigkeit entspricht, dann verliert man seine Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist eben passiert. Der Verlust ging anfangs gut. Man hat die hohen Löhne mit Kredit bezahlt, die aus dem Ausland kamen. Aber als dann die amerikanische Finanzkrise überschwappte nach Europa, da merkte man plötzlich, dass es nicht mehr geht, weil der Kredit nicht mehr da war, aber die Löhne waren hoch nach wie vor. Also was hat man gemacht? Man hat sich dann mit der Druckerpresse geholfen und hat die aktiviert. Die stand ja im Keller und man hat ordentlich gedruckt, um auf diese Weise den Banken den Kredit zu geben, den sie auf den Kapitalmärkten nicht mehr kriegten. Das war die zweite Stufe praktisch, nicht? Und da fing das dann an mit der Umpackerei von einem Kredit immer auf den nächsten, so ähnlich wie der Bankdirektor der bankrotten Firma nicht wagt, den Nachfolgekredit zu streichen, weil er dann selber bankrott ist. So haben wir das also letztlich über diese verschiedenen Rettungsschirme in Südeuropa gemacht. Die nächste Stufe war dann, dass die EZB angefangen hat, Staatspapiere der südlichen Länder zu kaufen, weil nämlich diese Kredite aus der Druckerpresse ja nicht einfach so gezogen werden konnten, sondern nur gezogen werden konnten, wenn man Sicherheiten bot, und das waren Staatspapiere. Die gingen aber in den Keller. Um also die Pfänder nicht kaputt gehen zu lassen, mussten sie die Staatspapiere kaufen. Das war die dritte Stufe. Und dann die vierte Stufe war, dass die Politiker gesagt haben, das dürft ihr aber nicht. Artikel 128 des AIUV sagt, das geht gar nicht, es ist eine verbotene Staatsfinanzierung. Wenn einer das macht, machen wir das selber, sagte Herr Kauder seinen Mann im letzten Winter, nicht, vor einem Jahr. Und damit hat er also die CDU-CSU-Fraktion dazu gekriegt, dem ESM zuzustimmen. Also man kauft selber und die EZB geht wieder raus. Die EZB hat so lange stillgehalten, bis das ratifiziert war im Sommer. Und dann fing Mario Draghi an mit seiner Aussage, whatever it takes, I will buy. Nicht? Mario Draghi hat dann erklärt, dass er die Staatspapiere der bankrottreifen Länder kauft vor dem Konkurs, sodass die Investoren, die privaten Investoren, keine Angst haben müssen, dass sie ihr Geld nicht wiederkriegen. Die Abschreibungen würde er in seine Bücher übernehmen. Das hat er ja erklärt und damit hat er die Kapitalmärkte beruhigt. Die nächste Stufe, die fünfte Stufe, in der sind wir gerade. Der Aufkauf der Staatspapiere reicht nicht aus, um die Banken Südeuropas, die vollgesogen haben, sich mit Staatspapieren zu retten und auch die EZB zu retten, die als Hauptgläubiger dieser Banken Südeuropas extrem im Risiko ist, weil es eben unbesicherte, schlecht besicherte Kredite sind, wie Herr Weidmann in seinem Brief an Mario Draghi ja in aller Deutlichkeit vor einem Jahr dargelegt hat. Jetzt müssen die Banken Südeuropas auch noch mit den Geldern des ESM gestützt werden. Das ist also die fünfte Stufe. Letztlich rettet die EZB sich selber. Sie ist die Aufsichtsinstitution. Sie bestimmt darüber, welche Banken Südeuropas dann das Recht haben sollen, durch den ESM letztlich gerettet zu werden. Wir kommen in eine Kaskade hinein. Schritt für Schritt stolpert die Politik voran, löst immer die aktuelle Krise. Scheinbar alternativlos tut sie das, was nötig ist, um den Zusammenbruch der Finanzmärkte zu verhindern. Dann geht es wieder eine Weile gut und dann ist die nächste Krise da und dann tut man wieder das, was scheinbar unabwendbar ist. Und so stolpert man voran und kein Mensch sieht das Ziel und weiß, wohin das alles führt.
Es wird zu nichts Gutem führen, weil wir letztlich zwei große Institutionen in Europa haben, den ESM und die EZB, die die Ersparnisse des Nordens dann dorthin leiten, wo sie sie gerne hätten, zu Zinsen, die politisch bestimmt werden, die nicht mehr risikoadäquat sind, die auch zu einer Enteignung der Sparer des Nordens führen. Das ist der Prozess, den wir gerade haben. Das nennt man Financial Repression. Ich glaube, dass das gefährlich ist. Extrem gefährlich, denn diese beiden Institutionen sind zentralplanerisch von ihrer Art. Wir lenken das Kapital nicht mehr durch die Portfolioentscheidung der Anleger dahin, wo die es hinhaben wollen, sondern es sind die staatlichen Institutionen, die das tun. Ob es Herr Draghi mit seinen Mannen ist, dem EZB-Rat, oder ob es der Gouverneursrat des ESM ist, es sind beides staatliche Institutionen. Investitionslenkung betreiben wir in Europa. Wir betreiben Dinge, die überhaupt keine Ähnlichkeit haben, nicht mehr entferntesten mit dem, was die Fed macht in Amerika, die ja auch eine Menge Geld ausgibt. Die Fed würde niemals bedrängten Regionen Sonderkredite geben, sondern achtet bei ihrer Geldpolitik strikt darauf, dass sie ein Portfolio von Papieren ohne einen regionalen Bias kauft. Im Gegenteil, Kalifornien würde es nie gelingen, die kalifornischen Staatspapiere durch die Fed ankaufen zu lassen, weil sie ja kurz vor dem Konkurs stehen. Ottmar Issing hat zu dieser Politik Folgendes gesagt. Er wurde gefragt, was er denn von der Geldpolitik seiner Zentralbank hält. Er hat gesagt, er kann das leider nicht kommentieren, weil er ja da vor kurzem selber war. Und dann hat er gesagt, ja, aber da es keine Geldpolitik ist, kann ich das hier wohl kritisieren. Wir kommen also durch diesen Prozess in eine Verschuldungsmaschinerie hinein, wo die Kreditkontrakte privater Art auf die staatliche Ebene gegeben werden, wo die privaten Anleger sich aus dem Staube machen können und können ihren ganzen Anlageschrott auf die Staaten Europas übertragen. Und das halte ich für extrem gefährlich, friedensgefährdend, weil wir kein Rechtssystem haben, um diese Streitigkeiten zwischen Gläubiger und Schuldnern, die ganz normal und natürlich sind, die immer auftreten, dann zu lösen. Auf der privaten Ebene haben wir das noch, da haben wir das Zivilrecht, aber zwischen den Staaten nicht. Wir werden also in eine Phase kommen, wo die Staaten sich miteinander streiten über die Rückzahlungskonditionen dieser Kredite. Wir sind schon drin. Wir sind mittendrin, wie die Wahlen in Italien zeigen. Die Austeritätspolitik wird nicht mehr akzeptiert. Und gleichzeitig nimmt trotzdem die Massenarbeitslosigkeit zu. Italien ist jetzt um 2,5% geschrumpft im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal. In Spanien geht die Arbeitslosigkeit gegen 30%, in Griechenland auch. Die Jugendarbeitslosigkeit bewegt sich steil Richtung 60%. Die Finanzvolkswirte, also die Bankenvolkswirte, die auch in den Zeitungen schreiben, die versuchen also irgendwie ein rosiges Bild zu malen. Aus welchen Gründen auch immer, die Realität deckt sich mit dem nicht. Wir sind mitten in der dritten Phase der Krise und diese dritte Phase der Krise, die realwirtschaftliche Krise, wird uns noch sehr lange beschäftigen. Ich möchte noch eine Bemerkung machen zur Geschichte vielleicht. Ich glaube, dass wir jetzt all die Fehler wiederholen, die die Amerikaner in ihrer Anfangsphase gemacht haben. Die Schuldensozialisierung von Alexander Hamilton erwies sich nicht als Zement für den neuen amerikanischen Staat, wie er gesagt hatte, sondern da vertraue ich mehr ihrem Kollegen Harold James aus Princeton als Sprengstoff für diese neue Union, die wir vorhaben. Also sehe ich ziemlich schwarz für das, was hier herauskommen kann. Bestenfalls eine Transferunion. Gut, vielen Dank. Herr Klintz, wir haben Ihnen jetzt ein düsteres Gemälde vorgegeben. Zu dem, was Sie noch nicht gehört haben, Herr Plumpe hat gesagt, es ist keine Vereinheitlichung möglich. In der Buntheit, in der Vielfalt liegt eigentlich die Kraft. Herr Sinn hat ja letztlich eine Vereinheitlichung hingemalt, die wir als Eurosozialismus bezeichnen könnten. Sie haben Wirtschaftswissenschaften in Paris studiert, waren lange bei McKinsey Unternehmer und sind seit vielen Jahren jetzt Mitglied des Europäischen Parlaments. Ist es so eine Sichtweise hier, die so eine spezifisch pessimistische deutsche ist, während man manchmal das Gefühl hatte, Europaparlamentarier
leben auf einer viel glücklicheren Welt, in einer viel glücklicheren Wolke, habe ich manchmal das Gefühl. Da höre ich immer nur gute Nachrichten. Können Sie die uns mitbringen? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich allein denke, was ich heute für Probleme hatte, um von Straßburg hierher zu kommen, dann frage ich mich natürlich, wenn man noch nicht mal bei 3 Flocken Schnee es schaffen, halbwegs pünktlich mit der Eisenbahn zu fahren, wie wir dann die Euro-Probleme lösen sollen. Aber gut, also ich sehe es kritisch, aber nicht, vielleicht nicht ganz so verheerend schlecht, wie Professor Sinn es gerade ausgeführt hat. Und ich sehe natürlich auch die politische Komponente. Also wir dürfen eins nicht vergessen. Am Anfang der Idee, eine gemeinsame Währung einzuführen in Europa, stand natürlich die Unzufriedenheit vieler unserer Nachbarn, speziell unserer linksrheinischen Nachbarn, mit der Tatsache, dass wir damals schon eine europäische Zentralbank hatten. Das war nämlich die Deutsche Bundesbank. Wenn immer der Vorstand der Deutschen Bundesbank eine geldpolitische Entscheidung getroffen hat, mussten die Nachbarstaaten folgen. Entweder indem sie auch die Zinsen entsprechend angepasst haben, so wie die Deutsche Bundesbank es beschlossen hatte. Niederlande, Dänemark, Luxemburg, Österreich haben praktisch parallel aufgewertet, Zinsen gehoben oder gesenkt. Und die anderen, gerade so die Peripheriestaaten, mussten entsprechend gegensteuern, haben also diese Gelegenheit der Anpassung genutzt, um abzuwerten. Sie lebten, wie Sie es empfunden haben, unter dem Diktat der Bundesbank. Und das Diktat waren Sie leid. Das haben Sie 20 Jahre oder länger gehabt. Sie wollen es loswerden. Und die Gelegenheit bot sich eben, als die Deutschen sich wieder vereinigten. Da haben Sie gesagt, so, jetzt ist Zeit, mit diesem Diktat der Deutschen Bundesbank aufzuräumen. Und so ist eigentlich der Euro auf die Welt gekommen. Und so ist auch die Europäische Zentralbank entstanden. Und die einzigen, die in diesem Prozess tatsächlich Souveränität abgegeben oder verloren haben, sind die Deutschen. Denn die Deutschen haben früher alleine mit dem Vorstand der Bundesbank die Geldpolitik in Mitteleuropa bestimmt. Die anderen mussten folgen, saßen aber nicht am Entscheidungstisch. Jetzt sitzen alle am Tisch, aber die Stimme der Deutschen ist so viel wert wie Malta und Zypern. Das ist ein großer Unterschied. Das würde ich mal vorweg schicken, denn das darf man nicht ganz vergessen. Das ist ja, das Ganze hat ja nicht nur eine wirtschaftliche oder monetäre, sondern auch eine politische Komponente. Dass die Eurozone kein optimaler Währungsraum war, das war allen klar. Und die Deutschen wussten ja auch, dass sie im Grunde das Pferd von hinten aufzäumen und haben ja auch nach der Krönungstheorie gesagt, nun lass uns doch erstmal die politische Union vertiefen etc. Nur, die Franzosen und auch die anderen, viele der anderen zumindest, haben gesagt, nein, jetzt machen wir erstmal voran mit der Währung, der Rest wird sich schon fügen, weil sie eigentlich zumindest zum damaligen Zeitpunkt gar kein echtes Interesse daran hatten, die politische Union zu schaffen. Das muss ich auch sagen, politisch. Wenn wir zurückgehen über die letzten 50 Jahre, 1954 hat die Republik Frankreich die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die von allen anderen Partnern schon gebilligt war, nicht ratifiziert. Sie hat in den 60er Jahren die Politik des leeren Stuhls betrieben. Sie hat die europäische Verfassung abgelehnt. Also sie war eigentlich nicht bereit, tatsächlich die politische Union so zu schaffen, wie es erforderlich ist, nämlich durch Einbringung von einer Vielzahl von Souveränitätsrechten. So ist das Ganze entstanden, dass es also kein optimaler Währungsraum war, war klar. Wir haben vor allem, waren und sind ja strukturell sehr heterogen. Wir sind in der Wettbewerbsfähigkeit sehr unterschiedlich. Die Preise und Löhne sind nicht flexibel genug für eine interne Abwertung, die man braucht, weil man ja nicht mehr offiziell abwerten kann und weil man auch über den Zins nicht mehr selber bestimmen kann. Und wir haben natürlich überhaupt keine ausreichende sektorale oder grenzüberschreitende Mobilität aller Faktoren, aber speziell eben auch des Arbeitsfaktors. Also es war eigentlich klar, dass es früher oder später zu einer enormen Belastungsprobe kommen würde. Man hat sich damals der Hoffnung hingegeben, wir machen den Stabilitäts- und Wachstumspakt, dann haben wir die Kriterien, alle halten sich dran, dann sind sie solide und im Übrigen die gleiche Währung wird dazu führen, dass wir mehr oder weniger durch das engere Zusammenwachsen der Konvergenz kriegen. Diese Ansicht hat getrogen. Das müssen wir ganz, ganz nüchtern feststellen. Und dazu kommt eins, die Politik war eigentlich mutlos. Denn als sich das Wetterleuchten abzeichnete Ende 2009, als Griechenland zu verstehen gab, also bei uns sieht es sehr viel schlimmer aus, als ihr euch in den schlimmsten Träumen vorstellen könnt, da hat eben die Politik nicht gesagt, wir haben doch klare Verträge, no bailout, also dann musst du halt
den Arm heben und deine Insolvenz erklären, ist ja für dich Griechenland nichts Neues. Hast ja schon 7 oder 8 Mal gemacht, seitdem du als selbstständiges Land wieder auferstanden bist und dich vom Osmanischen Reich gelöst hast. Denn so war es ja. Ich meine, die haben ja alle 20, 25, praktisch jede Generation einmal einen Staatsbankrott hingelegt. Und immer wieder hat sich irgendeiner gefunden, der sie rausgeboxt hat. Den Mut hatte die Politik nie. Den hätte sie aus der Rückschau wahrscheinlich haben müssen. Denn dann wäre vieles nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. So, nun hat man das verpasst und jetzt gab es eigentlich, wenn man so will, wenn ich salopp sage, will ich sagen, eine Vielzahl von Maßnahmen, die so eine Art Flickschusterei sind. Im Prinzip, alles, was gemacht worden ist, war, um im Medizinisch zu sprechen, den Blutverlust zu stoppen. Stop the bleeding. Das war eigentlich die Hauptaufgabe. Und das ist ja auch passabel gelungen, muss ich sagen. Es ist aber speziell gelungen durch das, was Herr Sinn natürlich sehr kritisiert, durch das Vorgehen der Europäischen Zentralbank. Ohne das, was Draghi gemacht hat, wären wir heute nicht so, wo wir sind, dann wäre der Euro nicht so relativ ruhig, oder wäre es nicht so ruhig um den Euro. Die Eurozone wäre nach wie vor meiner Meinung nach in Turbulenzen. Und man kann sagen, was man will. Natürlich hat er sein Mandat extrem strapaziert. Manche deuten ja diese Outright Monetary Transactions nicht, OMT, nicht als Outright Monetary Transactions, sondern Out of Mandate Transactions. Ja? Das kann man also so oder so sehen. Fest steht jedenfalls, dass es die Wirkung gehabt hat. Und erstaunlich ist ja auch, dadurch, dass Draghi überhaupt keine Zahl genannt hat, oder ein Volumen, bis zu dem er bereit wäre einzuschreiten, haben die Märkte auch gar keinen Angriffspunkt zu sagen, ja, den testen wir mal. Also wenn er gesagt hätte, bis zu 500 Milliarden oder bis zu 1 Billion, dann wären die Märkte sofort dabei gewesen, hätten gesagt, den testen wir mal, ob er so weit geht. Er hat gesagt, whatever takes, ne? Also unbegrenzt. Und das hat schon Beruhigung geführt. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich ein glühender Anhänger der Bundesbankpolitik bin und der geldpolitischen Verantwortung einer echten unabhängigen Zentralbank, ich habe Verständnis für das, was da gemacht wird. Denn wenn ich verantwortlich bin für die unabhängige Geldpolitik, dann bin ich indirekt natürlich auch dafür verantwortlich, dass die Währung überhaupt bestehen bleibt. Also wenn ich dann sehe, dass die Währung für deren Stabilität ich verantwortlich bin, zusehe, wie die stirbt, dann kann ich auch meine eigentliche Hauptaufgabe nicht erfüllen. Insofern verstehe ich, dass er gesagt hat, ich muss die Währung retten. Nun, wie soll es weitergehen in der Zukunft? Also, Herr Professor Sinn hat ja ein paar Elemente möglicher Szenarien gegeben. Wenn Sie Spezialisten, Ökonomen, Politiker etc. fragen, kriegen Sie natürlich so viele Antworten wie Leute, die Sie fragen, ist klar. Wir haben im Parlament ja einen Krisenausschuss gehabt. Der hat seine Arbeit viel zu früh beendet. Er hat sie beendet im Sommer 2011. Da war die Krise damals noch nicht vorbei, das wussten wir auch. Aber wir dachten nicht, dass sie 2 Jahre später immer noch so virulent ist. Wir sind zu folgendem Schluss gekommen damals. Also wir haben gesagt, die Lösung liegt nicht darin, nun gleich die Vereinigten Staaten von Europa aufbauen zu wollen. Das ist unrealistisch. Ich erinnere an das, was ich vorhin gesagt habe in puncto Frankreich und seiner Bereitschaft, Schritte zu gehen hin zu einer politischen Union. Die Bereitschaft der Mitgliedstaaten der Eurozone oder überhaupt der ganzen Europäischen Union, der Mitgliedstaaten, heute oder in absehbarer Zeit echt ein föderales Europa unter totaler Einbringung ihrer Souveränität ist nahezu null, würde ich sagen. Und ist auch bei Deutschland nicht vorhanden. Unabhängig davon, was das Bundesverfassungsgericht sagen würde. Die Bereitschaft ist nicht da. Und wahrscheinlich aus ganz guten Gründen. Die von vielen ins Spiel gebrachte Lösung Eurobonds, Eurobills etc. ist natürlich auch nicht die Lösung, weil sie de facto den Druck, den die Märkte noch ausüben können, zumindest partiell, quasi auf Null stellen und dann überhaupt kein Land. Der Sinn hat ja auf die Schwierigkeiten hingewiesen, soziale Akzeptanz zu finden für die notwendige Strukturreform. Die würden also dann praktisch ganz unterbleiben. Aber wir sind zum folgenden Schluss gekommen. Die Integration in der Fiskalpolitik, haben wir geschlossen, muss schon vertieft werden. Also nicht vereinheitlicht werden, aber vertieft werden. Wir brauchen einen Vorrang für die Konsolidierung der Haushalte. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber wir müssen versuchen, es zu kombinieren mit Wachstumsimpulsen, die keine neuen Schulden verursachen.
Und da sagten wir, es geht gar nicht. Da sagen meine sozialdemokratischen Kollegen, ja, wir müssen Geld in die Hand nehmen, ja, auf gut Deutsch wieder neue Schulden machen, neue Geld drucken. Nein, es gibt Maßnahmen, die sogar Geld sparen helfen. Wenn ich entbürokratisiere, wenn ich den Binnenmarkt echt vollende, einschließlich der Dienstleistung, dann schaffe ich Wachstumsimpulse, die kosten kein Geld. Im Gegenteil, da kann ich sogar Geld sparen. Wir haben, und das ist natürlich ein sehr kritischer Punkt, auch geschlussfolgert, dass die EU tatsächlich, oder die Eurozone vielleicht, auf der obersten Ebene eigene Steuerressourcen benötigt. In der Größenordnung zwischen 7,5 und 10%. Das hat der Pierre Werner schon in den 70ern, der damalige Luxemburger Finanzminister, bei seinen ersten Überlegungen, eine europäische Währung zu schaffen, in den 70er Jahren schon gesagt. Natürlich sagen wir auch, gleichzeitig müssen die Steuern in den Mitgliedstaaten entsprechend abgesenkt werden. Das ist ein Mittel zum Transfer. Gar keine Frage. Das würde man ja nicht nur aus Jux und Tollerei machen. Man würde die Steuer entsprechend der Potenz, der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder einheben, würde es dann aber umverteilen, proportional zur Bevölkerung. Das heißt natürlich, die besser dran sind, finanzieren die schlechter dran sind. Ist gar keine Frage. Aber zu sagen, in Amerika gibt es das gar nicht. In Amerika gibt es keine horizontale Verteilung. Das wollen wir auch nicht, aber die Vertikale gibt es sehr wohl. Natürlich zahlt Washington aus dem Federal Budget Kosten in den einzelnen Bundesstaaten in der Größenordnung zwischen 2,5 und 3%. Bin fertig gleich, fertig. Entschuldigung, wenn ich spät komme, darf ich länger reden. Wir brauchen wirklich europäische, grenzüberschreitende Projekte in Bereichen, wo es national gar nicht mehr geht. Denken Sie nur an die Energie. Deutschland versucht, die Energiepolitik neu zu formulieren, umzusetzen, nationalstaatlich, ist natürlich völlig daneben. Das muss grenzüberschreitend europäisch gemacht werden. Wir brauchen einen starken Kommissar mit Durchgriffsrechten, ja, und wir brauchen absolut ein Insolvenzregime für die Mitgliedstaaten. Also wenn ein Mitgliedstaat nicht mehr kann, dann muss es die Möglichkeit geben, dass der ordnungsgemäß abgewickelt wird, also abgewickelt, umgeschuldet wird, sagen wir es mal so. Damit mache ich mal Schluss. Vielen Dank, Herr Tichy. Gestatten Sie mir die Frechheit, dass ich sage, Sie haben ein bisschen ein europäisches Wunschkonzert gemacht, denn Ihre Vorredner waren ja da sehr viel skeptischer. Professor Sinn, Sie sehen ja eine gewissermaßen sich aufschaukelnde Selbstzerstörungsdynamik, Konflikte zwischen den Staaten, nachlassende Effizienz. Auch Sie, Herr Kerber, haben ja gesagt, es wird nicht klappen, weil das deutsche Modell, Ordnungsmodell nicht akzeptiert wird. Sie haben die Machtfrage betont, die wir nicht mehr haben. Da sind Sie sich mit Herrn Klintz ja einig. Wir haben aus der Hand gegeben, gewissermaßen die monetäre Peitsche, um es mal so zu nennen. Was ist dann die Perspektive? Vielleicht machen wir es mal andersrum, Herr Kerber. Naja, das Bedrückende an der Diskussion ist, dass wir uns vornehmlich, wenn ich die 45 Minuten anschaue, zu Recht wahrscheinlich auch in der Sphäre der staatlichen, zwischenstaatlichen, fiskalischen Beziehungen bewegen, die letzten 5 Jahre auch geprägt haben. Brüssel und auch die Eurogruppe hat kaum Gedanken darauf verschwendet, wie in den einzelnen Mitgliedstaaten Wachstumsbedingungen zustande kommen. Und wenn wir das nicht tun und die Mitgliedstaaten, auf deren Ebene die Hausaufgaben gemacht werden müssen, nicht auf der Basis von mehr Privatwirtschaft, von mehr Deregulierung, von mehr Privatisierung, wieder auf die Beine kommen, dann bin ich schon auch langsam der Meinung, wie Herr Sinn, dann bricht das ein oder andere Notkreditkonstrukt in sich zusammen, weil die Solidität fehlt. Das heißt, wenn wir uns nicht stärker damit auseinandersetzen, dass wir in der Eurozone, und da kommt vielleicht der Wirtschaftshistoriker wieder ganz gut zu Pass, eben zum Teil Gesellschaften haben, ich bin ganz offen, Süditalien, Südspanien, Teile Portugals, ganz Griechenland, die eher paternalistisch, klientelistisch seit Jahrhunderten strukturiert sind. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit deren Verbänden rede oder mit Unternehmen dort, die verstehen gar nicht, aus was für einer Welt ich komme. Also aus der Welt der BASF oder von Siemens, auf welchen Weltmärkten die sich wie wettbewerbsfähig aufstellen müssen. Und dann werden sie skeptisch, weil sie plötzlich merken, der deutsche Zug, an dem noch ein holländischer Waggon dranhängt und ein halber tschechischer und ein bisschen ein polnischer, allerdings außerhalb des Euros, der ist schon so weit abgefahren, ich weiß gar nicht, wie die anderen Waggons noch aufholen sollen. Und wenn dann aus Brüssel der Ratschlag kommt, dann haltet ihr doch mal ein, lasst euren Zug mal stehen und wir rollen dann schon auf euch zu. Dann ist die ganze Diskussion staatswirtschaftlich geführt und es fehlt auch aus Deutschland kommend die privatwirtschaftliche Einsicht. Wir brauchen in der Eurozone mehr, in der Eurozone,
mehr Deregulierung, mehr freie Märkte, und das sehe ich in den notleidenden Staaten kaum Ansätze, ehrlich. Also ich sehe nicht, wie diese aus dem Kern einer Privatwirtschaft kommen müssende Erholung stattfinden soll. Herr Gerber, darf ich da eine provokante Frage stellen? Stört Sie das eigentlich? Ich habe ja manchmal das Gefühl, die deutsche Industrie ist stärker denn je. Sie kriegt niedrige Zinsen, sie hat einen einheitlichen Währungsraum, die Währung wertet komfortabel ab, was ja ihr Vorgehen auf den Weltmärkten erleichtert. Wo ist Ihr Problem? Also mein Problem ist, dass die deutsche Volkswirtschaft, ich mache mich jetzt wahrscheinlich bei Herrn Zinn sehr, sehr beliebt, über Jahre hinweg produziert und geliefert hat, aber leider das hat anschreiben lassen, und wir müssen ja die Forderungen mal einholen. Und ich sehe ein gewisses Forderungseinbringungsrisiko in der Eurozone, wenn die finanziellen Mittel in den Ländern nicht da sind, um uns zu bezahlen. Also gerade weil wir so eine exportlastige, extrovertierte Wirtschaft haben, müssen wir uns bald entscheiden, ist der Euroraum überhaupt noch unser Referenzraum? Oder sollen wir uns nicht von Anfang an, oder nicht von jetzt Anfang an, aber in Zukunft auf den nordamerikanischen und ostasiatischen Markt beschränken? Darf ich nochmal runtergehen? Wichtige Frage. Nicht um Herrn Sensin, aber wir machen das jetzt nicht nationalökonomisch, sondern wir machen es auf der Ebene eines Unternehmens. Was stört Sie denn im Augenblick? Also Sie haben ja das im Gegenteil, Ihre Außenstände werden Ihnen ja geradezu garantiert. Alles, was Sie irgendeinem Griechen jemals geben. Durch mich selber aber, 27%. Das bringt ja nichts. Naja, Sie springen sehr nach oben. Aber was macht dem Unternehmen im Augenblick Sorge, alles, was Sie nach Griechenland geliefert haben oder wo auch immer, kriegen Sie doch bezahlt? Wir liefern ja gar nichts mehr nach Griechenland. Ja, oder dann nehmen Sie Irland. Ja, aber ich gebe Ihnen mal eine Zahl. Ja, die deutsche Industrie liefert nach Europa immer noch 70% ihrer Exporte. In die EU 27, 60% und in die Eurozone 40. Wir hatten vor zehn Jahren in die Eurozone 38, über 50%. 37. Das heißt, wir ziehen uns ja schon langsam aus dieser Eurozone zurück. Und das sind, in der Leistungsbilanz sind das Ungleichgewichte, aber die müssen wir wieder zusammenbringen. Aber die kann nicht ich zusammenbringen, das können nur andere, indem sie mehr Zahlungsmittel erwirtschaften durch Wettbewerbsfähigkeit, um wieder ins Spiel zu kommen. Es wird nicht anders gehen. Also unternehmerisch gefragt, ich mache mir Sorgen um die Qualität und die Solidität meiner Zulieferer und meiner Kunden. Aber wir müssen ja aufpassen, wenn wir sagen, die Lieferungen in der Eurozone sind nur noch bei 37%, das stimmt. Aber das liegt ja im Wesentlichen daran, dass die Hauptwachstumsmärkte eben außerhalb sind, sprich in den Schwellenländern, in Indien, China, Brasilien, Mexiko. Das heißt, die Eurozone hat nach wie vor absolut gesehen eine große Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Und wenn ich an Italien und Frankreich denke, hat es eine überragende Bedeutung nach wie vor. Haben wir nochmal, Herr Sehn, jetzt zu Ihnen die Frage, haben wir da, ich glaube, auf der staatlichen Ebene und seiner Institutionen, dieser bunt gefächerten, diesem Geisterfigurenkabinett, sind wir uns ja einig, aber auf der Ebene eines Unternehmens haben wir da ein Problem? Ja, nun, insofern als der Eigentümer des Unternehmens davon ausgehen muss, dass er die großen Lasten, die durch diese Rettungsaktionen kommen, als Vermögensbesitzer wird tragen müssen. Nicht als Unternehmer, aber als Vermögensbesitzer. Und da finde ich, hat Herr Kerber absolut recht, wir können die Außenstände gar nicht eintreiben, das ist das Problem. Wir haben vom Beginn der Krise, 1. Januar 2008 bis zum Ende letzten Jahres für einen Leistungsbilanzüberschuss erwirtschaftet von 700 Milliarden Euro. Jetzt würde man denken, dafür haben wir irgendwie schöne Sachen gekriegt, seien es Wertpapiere im Ausland, seien es auch mal reale Firmen, die man gekauft hat und so weiter. Es ist aber nichts als angeschrieben worden bei der Bundesbank. Für 600 Milliarden praktisch, nicht? Das ist der Zuwachs dessen, was angeschrieben wurde. Das heißt, wir verkaufen und man lässt bei der Bundesbank anschreiben. Sie kriegen ihr Geld nicht aus Südeuropa, wenn sie dahin liefern, sondern sie kriegen das von der Bundesbank, die im Auftrag der anderen die Zahlungen durchführt und dafür halt eine Forderung aufschreiben darf. So wie wenn man zum Kaufmann geht und bezieht die Waren und der Kaufmann ist nett genug und schreibt das in eine Liste rein. Nur dass man beim Kaufmann irgendwann mal noch ein Druckmittel hat, was man hier nicht mehr hat. Und was viele nicht wissen ist, sogar unsere Exporte nach China werden letztlich mit der Druckerpresse in Griechenland und in anderen Südländern bezahlt, weil nämlich die sich die Euros drucken, kaufen sich chinesische Produkte,
Und die Chinesen kaufen mit diesen Produkten dann unsere Waren. Und das führt auch nur dazu, dass bei der Bundesbank ein Saldo entsteht. Sonst nichts. Das ist die bittere Wahrheit. Das ist Tagethema, was viele eben nicht verstehen. Nicht? Wir kriegen nichts für unsere Exportüberschüsse außer diesen läppischen Forderungen, die verzinst werden mit 0,75%, was noch nicht mal die Inflationsrate ist und Forderungen sind, die verpuffen werden, wenn der Euro zerbricht. Dann haben wir eine Forderung gegen ein System, das es nicht mehr gibt. Und diese Ressourcen sind alle verschenkt worden. Das ist die bittere Wahrheit in Europa. Und deswegen glaube ich auch, Herr Klinz, was wir machen müssen, ist nicht jetzt ein Fiskalpakt, um den Ländern die Verschuldung zu erschweren, sondern wir müssen die zwei Wege, durch die öffentlicher Kredit fließt in die anderen Länder, die müssen wir begrenzen. Das ist einmal der ESM. Und das vor allem ist es die EZB. Wir können nicht zulassen, dass die nach Belieben die Druckerpresse bedienen, um damit ihre Rechnungen zu bezahlen. Und wenn wir diese beiden Kanäle zumachen bzw. erschweren, ja, dann müssen sie an den Kapitalmarkt ran und müssen so hohe Zinsen bezahlen. Dann werden sie also von alleine sich schon nicht übermäßig verschulden. Also was diese ganze Idee soll, jemandem verbilligten staatlichen Kredit zu geben und dann eine Fiskalschranke zu machen und sagen, ihr dürft aber nicht mehr als so und so viel nehmen, hat man noch nie eingeleuchtet. Im Übrigen lachen die anderen über die Fiskalunion. Das ist wieder sowas wie mit der No-Bail-Out-Klausel. Die wird nur aus deutscher Sicht irgendwie interpretiert zu irgendwas. Die anderen lachen sich ins Fäustchen dabei. Das ist definitiv so. Ich habe ja mit französischen Kollegen geredet, mit anderen auch. Kein Mensch nimmt die in irgendeiner Weise ernst, diese Schranken. Und Sie sehen ja, die EU-Kommission hat jetzt gerade schon wieder beschlossen, dass man alles aufweicht. Im Sommer beschlossen, jetzt wird es schon wieder aufgeweicht. Dann würde ich gerne Herrn Plumpe fragen. Jetzt haben wir ja eine Beschreibung einer, sagen wir mal, einer insuffizienten Situation. Die Institutionen funktionieren nicht, die Machtfrage ist so verteilt, dass es keine ordnende Macht gibt. Im Gegenteil, manche Institutionen, sagen wir es einfach, sind gehijackt, wie die Europäische Zentralbank. Kann dieses System sich weiterentwickeln, sich irgendwie trotzdem selbst reformieren, oder ist es gewissermaßen im Untergang geweiht, was ein bisschen die These von Herrn Professor Sinn ist? Ich will das historisch nicht übertreiben, die Analogie, aber manches erinnert zumindest an das späte System von Bretton Woods, als die Amerikaner Dollars drucken konnten. Mit denen konnten sie weltweit einkaufen gehen. Solange die Goldeinlöserpflicht bestand, war das in gewisser Weise eine sinnvolle Sache, weil man konnte im Zweifelsfall von den Amerikanern die Dollars ja in Gold ersetzt bekommen. Als Präsident Nixon 1971 erklärt hat, das mit der Goldeinlösergeschichte ist vorbei, die Franzosen hatten vorher mehrfach signalisiert, dass sie einlösen wollten, war das für die Europäer nicht mehr hinnehmbar. Denn die Amerikaner konnten weiterhin eine Währung drucken, mit der sie in Europa einfach einkaufen konnten. Die mussten in Europa zu einem politisch fixierten Kurs akzeptiert werden. Und wenn der Vergleich auch ein bisschen schief ist, haben wir im Moment die gleiche Situation, dass nämlich das europäische Bankensystem, die EZB und der ESM, es Ländern ermöglicht, Geld in die Hand zu nehmen, das hier als vollgültig akzeptiert werden muss. Ja, dem aber keine realen Forderungen entsprechen, wie das seinerzeit eben das Gold der Amerikaner gewesen ist. Und das Ergebnis wissen wir aus den 1960er, 70er Jahren. Der konjunkturelle Rahmen war anders und insofern war der inflationäre Druck stärker. Helmut Schmidt wollte ja seinerzeit gar nicht raus aus diesem System, sondern hätte da am liebsten dran festgehalten. Aber schließlich war es nicht länger aufrecht zu erhalten. Und das Bretton Woods-System hat zumindest, wenn man es als historische, von seiner historischen Bedeutung her sieht, eine ähnliche Friedensbedeutung gehabt wie die EU. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Das war ein ganz zentraler Punkt. Aber ich will auf Ihre eigene Frage, Herr Tichy, zu sprechen kommen. Das, was Sie gesagt haben, Herr Klinz, wenn man das jetzt nüchtern betrachtet, dann liefe das darauf hinaus, auf der einen Seite, dass wir eine eigenständige, steuerfinanzierte EU-Bürokratie bekommen, die in erheblichem Maße Mittel aus bestimmten Ländern, aus bestimmten Regionen in andere umverteilen kann, mit dem Versprechen, diese Umverteilung würde irgendwelche Folgen haben. Aber was ich begreife, ist das, dass wir eine große Bürokratie in Brüssel bekommen, die diese Mittel dann einnimmt und dann verteilt. Was ich überhaupt nicht begreife, ist der Optimismus zu glauben, dass das Anregen von Wachstumsdynamik zu einer Homogenisierung des europäischen Wirtschaftsraums führen würde. Was spricht dafür? Wenn man in Europa, das habe ich ohnehin nie verstanden, wenn man die Wachstumsdynamik anregt, dann werden doch im Zweifelsfall die Stärkeren davon sogar noch mehr profitieren. Vorausgesetzt, der Euro führt dazu, dass die relativen Preise nicht verändert werden können.
dann, also wenn man diese ganzen Dinge will, dann läuft das doch letztlich darauf hinaus, dass man die regionale Differenzierung unter Umständen sogar noch viel stärker macht. Das, was wir dann haben, ist im Zweifelsfall eine sehr viel stärkere steuerfinanzierte Brüsseler Bürokratie auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Zunahme vegetativ unkontrollierter regionaler Ausdifferenzierungsprozesse, auf die man dann wieder mit mehr Brüssel antworten will und so weiter. Oder man müsste schon klar machen, dass eine solche Politik, wie Sie vorschlagen, dann wirklich effektiv zu einer Angleichung der Wettbewerbsbedingungen in Europa führt. Aber da sehe ich bisher keinen Hinweis, dass das wie das funktionieren soll. Das macht die EU ja seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten. Und das Gegenteil von dem, was sie angestrebt hat, ist ja eingetreten. Ja, darf ich noch kurz ergänzen? Das ist das Problem der holländischen Krankheit. Holland hatte ja Gas gefunden und dann konnten sie das Gas verkaufen, kam viel Geld rein. Es kam dann zu einem Anstieg der Preise und der Löhne. Sie verloren ihre Wettbewerbsfähigkeit und in dem Maße, wie sie Geld eingenommen haben durch Gasverkaufe, gingen die normalen Exporte runter. Das heißt, man hat die Exportindustrie kaputt gemacht. Das nennen wir Volkswirte, holländische Krankheit, gibt es hunderte von Untersuchungen dazu. Und das genau erzeugt man, wenn man eine Transferunion macht. Man macht also die Regionen, wo die Transfers hinfließen, zu teuer. Löhne, Preise können aufrechterhalten werden jenseits der Wettbewerbsfähigkeit und zerstört die dortigen Industrien. Es ist also nicht möglich, durch Transfers in Regionen Wachstumsimpulse zu setzen und Wettbewerbsfähigkeit zu erzeugen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und interessanterweise hat ein griechischer Minister vor einem Jahr in der FAZ ein Interview gegeben, wo er mit anderen Worten, er war kein Ökonom, aber letztlich genau dasselbe gesagt hat. Er hat gesagt, die EU hat unsere Exportindustrie kaputt gemacht. Und da hat er die Zeit vor der Krise gemeint, weil er sagte, Geld hatten wir genug, wozu sollten wir denn exportieren? Geld kam ja von der EU. Die Frage war jetzt, wie man das Geld in Güter umwandelt. Und alle unsere Talente sind aus der Exportindustrie in die Import, in das Import-Business gegangen, um also die Güter beizuschaffen für das viele Geld. Genau das ist das Problem. Aber das war natürlich nicht nur die EU, sondern das war im Grunde, haben die Märkte versagt. Denn die Märkte haben diesen Peripheriestaaten plötzlich, Sie haben es ja erwähnt, das Zinsniveau Deutschlands geboten, obwohl sie damals war es ja noch nicht verletzt worden, wo ist das Nobelpreis? Das ist ein anderes Thema, aber das ist, da haben nicht die Märkte versagt, sondern die Regulierung. Ja. Die Frage war ja, wenn man jetzt diese Maschine in Gang setzt, verstärkt man diesen Prozess nicht noch? Wir haben ja als Deutsche da auch gute Erfahrungen. Also ich glaube, wir müssen eins auch sehen, völlig losgelöst vom Euro hat es ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten Transferleistungen in der Europäischen Union gegeben. Es gibt die Kohäsionsfonds, es gibt die Strukturfonds, es gibt ja eine Vielzahl von Fonds, die zum Ziel haben, den Staaten, die unter dem Durchschnitt der EU sind, in ihrer Leistungskraft und in ihrer Infrastruktur und so weiter, durch finanzielle Zuwendungen die Chance zu geben, aufzuholen. Dieser Aufholprozess hat vielleicht nicht überall, aber doch in einer Vielzahl von Staaten gut funktioniert. Es ist ja nicht so, dass alle Staaten zurückbleiben. Ich meine, wenn ich an Polen denke, die sind durchaus dabei, sich zu holen. Nicht wegen der Transfers, sondern trotz der Transfers. Ja, also so weit will ich jetzt nicht gehen. Also, wenn ich an die Baltenstaaten denke, etc. So, was die Transferunion betrifft, ich möchte noch mal betonen, ich möchte ja nicht unbedingt eine Transferunion haben, aber zum Beispiel der Herr Strauper vom Hamburger Weltwirtschaftsgericht, ein großer Verfechter der Transferunion, der will sogar noch eine Arbeitslosenversicherung grenzüberschreitend einsetzen. Das sage ich ja nicht. Wir müssen nur mal die Realität sehen. Fest steht doch heute, dass alle, inklusive jetzt der deutschen Bundeskanzlerin, das Euro-Projekt als politisches Projekt begreifen und sagen, weil es politisch ist, weil es Symbolcharakter hat für das Zusammenstehen und Zusammenwachsen Europas, wollen wir es nicht einfach, ich sage mal, dem Spiel der Kräfte überlassen, mit möglicherweise dem Ausgang, dass es auseinanderfliegt. Deswegen haben sie alle möglichen Maßnahmen. Ich bin bei Ihnen, Herr Sinn, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was jetzt nochmal an neuen Forderungen aufgestellt wurde, Fiskalpakt, Fiscal Compact, was es alles gibt, dass das sehr viel besser eingehalten wird als damals der Stabilitäts- und Wachstumspakt, ist also sicherlich deutlich unter 50%. Aber wenn das so ist und wenn wir den Euro erhalten wollen, also weil wir ihn politisch für wichtig halten, was gibt es denn dann für Möglichkeiten? Dann gibt es nur die Möglichkeiten, dass die EZB arbeitet mit mittelfristig inflationären Auswirkungen und dann gibt es die Möglichkeit der Transferhandel.
Was mich an der Diskussion stört, ist, dass wir sehen doch alle die Schwierigkeiten. Es ist doch nicht so, dass ich nicht die Schwierigkeiten sehe und die Herausforderungen. Was mich nur stört, ist, dass wir, ich sag mal, sagen, morgen geht die Welt unter und das in Kauf nehmen wollen. Wir können es nicht in Kauf nehmen. Wir können für meine Begriffe, und das spreche ich als Politiker, können wir nicht in Kauf nehmen, dass zwischen Frankreich und Deutschland der Rhein wieder zu einer politischen Grenze wird oder gar zu einer ökonomischen Grenze. Das hätte verheerende Auswirkungen. Dann können wir die 60 Jahre Friedenspolitik vergessen. Dann sind wir da, wie wir vor 100 Jahren waren. Ganz kurz, Herrn Sinn, zum Sinn von Transfers. Also da gibt es ja nun Untersuchungen dazu, gerade zu dem, was die EU gemacht hat. Und es ist einfach so, Freihandel hilft den rückständigen Ländern, denn die sind billig, haben niedrige Löhne, ja, ziehen das Kapital an, sind wettbewerbsfähig dadurch, dass sie so billig sind, werden dann hochgezogen. Das sehen wir in Polen ganz deutlich. Transfers machen genau das Gegenteil. Erhöhen die Löhne künstlich, ohne die eigene Leistung, und zerstören die Wettbewerbsfähigkeit. Und ich kann Ihnen mehrere Studien nennen, die genau dieses im Hinblick auf die EU-Transfers zeigen. Es ist leider alles nicht so einfach, wie man das so denken würde. Eigentlich fast im normalen Lebensumfeld ist es das Gleiche, wenn Sie Familienmitglieder haben, denen Sie dauerhaft Transfers geben müssen, dann wird das auch nichts Wirkliches. Nicht? Das ist irgendwie eine ganz ähnliche Angelegenheit. Herrn Kerber mal nachfragen. Der BDI hat ja jetzt viele Jahre lang eigentlich ein Mantra wiederholt. Wir brauchen den Euro, wir gewinnen am Euro, wir müssen den Euro verteidigen. Wenn man fertig wird, mal wieder von vorne angefangen. Jetzt haben ja Sie 7 Thesen gebracht, da waren 2 eher so institutionell, kann man vergessen, aber 5 waren negativ besetzt, mit negativen Aussichten. Heißt es eigentlich, Sie sagen, Leute, lass uns mal ernsthaft drüber nachdenken, da muss was anderes geschehen? Nein, aber wenn Sie... Denn Sie vermitteln einen anderen Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier drin 21-Jährige haben, aber die sind in den Euro reingeboren, in die Konstruktion Euro. Wenn der BDI sagt, als deutscher Spitzenverband, wir brauchen den Euro und wir verteidigen ihn, dann so ein klein wenig, wie jemand vielleicht 1969 Bretton Woods verteidigt hätte. Das ist nun mal mein Referenzsystem im Moment. Und die Opportunitätskosten einer neuen Währungsreform oder eines neuen Währungssystems, was weiß ich, 5 Länder mit gleicher wirtschaftlicher Struktur, mit gleicher Wirtschaftsphilosophie, mit gleicher Wirtschaftskultur, die könnte man auf der europäischen Karte sehr schnell einzeichnen, würde aber auch dazu sagen, es würde 3 oder 4 Südländer zerreißen, weil es dort Regionen gibt, die wollen hier dazu. Das merken Sie in Spanien, das merken Sie in Norditalien, wenn Sie mit Lega Nord-Leuten reden oder mit den Katalanen, die würden nichts lieber als mit uns in der Währungsunion, weil sie aus dem anderen System, aus dem spanischen föderalen System ausbrechen wollen. Die würden eine alternative Währungskonstruktion als viel vorteilhafter sehen. Und da sage ich, dieses Risiko einzugehen, dass wir für eine stabilere, vielleicht in sich homogenere Währung einen politischen Bruch bis hin zu bürgerkriegsartigen Szenen, ich meine, der spanische Ministerpräsident hat vor 2 Monaten dem katalanischen Ministerpräsidenten gesagt, wenn dein Referendum stattfindet, was wir zu verhindern wissen, und wenn es dann aber trotzdem stattfindet und du den Entschluss haben solltest, die spanische Föderation zu verlassen, wird die spanische Polizei das verhindern, die Guardia Civil. Das nimmt bei uns gar niemand zur Kenntnis, was in den Mitgliedstaaten für Diskussionen laufen. Vor dem Hintergrund bitte ich Sie zu verstehen, dass wir beim BDI sagen, aus verschiedenen schlechten Optionen suche ich mir à la Churchill immer noch die beste raus. Und das ist, diesen Euro wettersicherer zu machen. Und ich teile ja die Kritik an diesem Ausholen der EZB, dieses Wuchern in den Zuständigkeiten. Aber vielleicht, da bin ich leicht anderer Meinung als Professor Sinn. Wir haben es als Deutsche, glaube ich, versäumt, den ESM, an dessen Spitze immerhin ein deutscher Spitzenbeamter steht, so aufzubauen, nach unseren Vorstellungen zu konstruieren, dass er eine Gegenmacht wird zur EZB. Wir hätten mit 27% Kapitalanteil im ESM, mit der Struktur, dass die nationalen Parlamente im Gegensatz zur EZB diesen ESM kontrollieren werden und kontrollieren müssen, uns ja auch ein Vetorecht rausverhandeln können. Und dann wäre das ein IWF-artiges Gebilde gewesen mit ordentlichen Daumenschrauben. Aber wir haben ein Vetorecht. Wir setzen es ja nie richtig ein, also nach vorne gerichtet. Das ist immer nur ein Abwehrmittel. Aber dass wir dem ESM ein Programm geben, wie das deutsche wirtschaftliche Modell stärker in Europa ausgerollt wird, das trauen wir uns da nicht. Aber Herr Kerber, gestatten Sie mir... Wir stimmen uns da immer mit den anderen ab und das wird nicht reichen gegenüber der starken EZB.
Das ist ja nicht besser, was Sie jetzt sagen, nicht? Also Sie verstärken ja geradezu Ihre tief sitzende pessimistische Weltsicht. Indem Sie zwar einerseits sagen, es ist mein Referenzsystem, uns aber keine Idee vermitteln, wie dieses Referenzsystem stabilisiert werden könnte. Ja, zwei Dinge dann vielleicht. Ich habe 10 Jahre für jemanden gearbeitet, den haben Sie ja vorher genannt, Schäuble. Der steht jeden Morgen mit der Devise aus, es ist, wie es ist. Ich kann mir die Welt nicht zurechtschnitzen. Ich stehe jeden Morgen auf und muss sie so nehmen, wie sie ist in Europa. Und die ist schrecklich imperfekt, die ist schrecklich weit weg von dem, was der Volkswirt gerne hätte, auch ich. Aber ich kann sie ja jetzt nicht über Nacht ändern, deswegen der zweite Grundsatz. Den Euro retten nur die Euro-Mitgliedstaaten, den rettet keine EZB, schon gleich gar nicht die EU, schon gleich gar nicht die Kommission und schon gleich gar nicht das Europäische Parlament, weil die sind nicht betroffen. Mir kommt das oft so vor, 17 Mann sind in einem Ruderboot, das treibt Richtung Niagara-Fälle, 10 stehen am Ufer und sagen mal schauen, ob sie es schaffen. Und rufen noch irgendwelche Tipps rein. Aber wenn die 17 nicht in einer Richtung rudern, nach einem Modell, dann wird dieser Euro nicht funktionieren. Ich komme zurück, das deutsche sozialwirtschaftliche Ordnungsmodell. Wenn das von den Franzosen nicht akzeptiert wird, von den Italienern, von den Spaniern, dann sehe ich in der Tat auf die nächsten 5 bis 10 Jahre für die Stabilität des Euros als Währung, in dem wir gerne leben, schwarz. Ja. Starten Sie mit meiner letzten impertinente Frage. Sie haben aber in Ihrer These genau gesagt, dieses Modell ist nicht mehr akzeptiert. Eigentlich haben Sie gerade das Kreuz geschlagen. Es nimmt augenscheinlich im Moment ab, wenn Sie die Bewegung von Grillo nehmen, also nicht meinem Präsidenten, sondern Beppe Grillo, und Sie nehmen noch die Berlusconi-Bewegung dazu, haben in Italien fast 2/3 der Leute gesagt, nein, wir wollen nicht in dieser Welt des Nordens leben. In Griechenland genau dasselbe. Und in Spanien ist es auch ziemlich wackelig. Das muss ich einfach zur Kenntnis nehmen. Herr Plumpe? Ich glaube, dass die Frage, dass der Euro plötzlich so politisch beschworen wird, das kann ich ja in gewisser Weise teilen. Aber die Probleme, die wir heute haben, sind eine Folge des Euros. Wir haben sie nicht trotz des Euros, wir haben sie wegen des Euros. Und insofern es geht gar nicht um die Frage, den Euro irgendwie an sich abzuschaffen. Das ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie kann man dieses System so einrichten, dass es weniger anfällig ist für derartige Krisen, mit denen wir es zu tun haben, und dass es für die Teilnehmer darstellbar ist, dass sie es auch darstellen wollen. Bei Atomkraftwerken in Deutschland wird ein Stresstest durchgeführt, der sehr hart ist. Bei dem Euro hat man offensichtlich überhaupt keinen Stresstest durchgeführt. Man hat nicht gefragt, wie reagiert er eigentlich auf Krisen, wie reagiert er darauf, wenn in den Ländern die Menschen ihr demokratisches Recht wahrnehmen und sich gegen eine bestimmte Wirtschafts- und Finanzpolitik aussprechen. Man hat mit der Demokratie in Europa nicht gerechnet, man hat mit den Konjunkturzyklen nicht gerechnet, man hat mit der Weltwirtschaft nicht gerechnet, man hat mit nichts gerechnet. Welcher Stresstest ist überhaupt vorstellbar, dass der Euro ihn bestehen würde? Und vielleicht sollte man sich dann Gedanken darüber machen, vor dem Hintergrund, wir haben ja historische Erfahrungen dieser Währung, wir haben historische Erfahrungen von anderen Währungsunionen, die in der Regel schwierige Stressphasen nicht überstanden haben. Bretton Woods hat die Stressphase nicht überstanden, die lateinische Münzunion ist an Griechenland zerbrochen. Für das 19., für das 18. Jahrhundert ließen sich viele Beispiele zeigen, dass solche Regeln, dass solche Institutionen eben nicht auf Dauer überleben können. Und die Frage, die man sich doch heute stellen müsste, wenn der Euro so wichtig ist, ist doch die, wie können wir einen Euro bekommen, der seine Stresstests besteht? Was wir im Moment aber bekommen, sind einfach nur Beschwörungen, wir müssen irgendwie so weitermachen, mit dem sicheren Gefühl im Hintergrund, der Draghi holt die Bazooka raus. Das heißt aber aus historischer Sicht, dass man einem System festhält, solange Ressourcen da sind, um an ihm festzuhalten, und dann hinterher geht es dann mehr oder weniger ganz zu Ende. Insofern sollte man doch jetzt viel mehr sich vorher fragen, welche alternativen institutionellen Möglichkeiten existieren denn? Und dann sollte man darauf bestehen, finde ich, dass man die auch ernsthaft bespricht. Ich würde gerne jetzt Sie zur Diskussion einladen, wenn Sie einfach sich melden, vielleicht mir dann Ihren Namen sagen, um jedem die Möglichkeit zu geben, Sie zu identifizieren. Und während Sie sich Ihre Fragen überlegen, Herr Sinn noch zu dieser Frage, wie kann man den Euro ertüchtigen? Denn bisher ist es Ihnen leider nicht gelungen, hier am Podium meine tiefsitzende Depression aufzuhellen. Ja, wenn ich noch mal eines zum wirtschaftlichen Grundproblem sagen darf. Das Grundproblem liegt darin, dass die Länder des Südens durch den Euro und den billigen Kreditfluss zu teuer wurden. Jetzt muss die Preisuhr, wo das Kapital nicht mehr will, praktisch zurückgedreht werden, damit sie wieder so billig sind, dass sie wettbewerbsfähig sind. Und alle Reformen, was man sich so ausdenken kann, was in den Ländern geschehen muss, was immer berichtet wird,
müssen sich diesem Ziel unterordnen, sie billiger zu machen. Denn Reformen würden die Produktivität vergrößern, könnten bei gegebenen Löhnen dann eine Preissenkung ermöglichen. Die Preissenkung ist das Analogon der Abwertung. Die Länder sind zu teuer, die hängen da oben fest. Jetzt gibt es ja im Prinzip nur drei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Erstens, sie senken ihre Preise im Euro. Das ist aber schwierig. Griechenland muss um 30% billiger werden, Portugal auch. Wie soll denn das gehen? Zweitens, wir inflationieren die Kernländer. Das versucht die EZB vielleicht implizit, ohne dass sie es zugibt. Das wäre eine Lösung. Aber wie viel müsste Deutschland inflationieren, um Griechenland die Preissenkung zu ersparen? Pro Jahr 5,5% für 10 Jahre. Und Griechenland bleibt bei einer Inflation von 0, dann sind sie wieder wettbewerbsfähig. Dann sind unsere Preise um 71% höher als heute und das Nominalvermögen ist real um 42% abgewertet. Ja, machen wir doch auch nicht. Und die dritte Möglichkeit ist, wir lassen Länder raus, dann fängt man an, das zu diskutieren, dann gibt es also einen Bankrun und dann gibt es Chaos auf den Märkten. Also es gibt die Lösungsmenge aus ökonomischer Sicht ist streng genommen 0. Ja? So, und das heißt, jetzt muss man also, darf ich das noch sagen, zwischen Übeln wählen. Und ich glaube, man muss von allem ein bisschen machen. Man muss also die Länder durch Austeritätspolitik mit ihren Preisen ein bisschen runterdrücken, so viel wie es gerade geht, ohne dass die Gesellschaften zerbrechen. Man muss Deutschland ein bisschen inflationieren, auch wenn die Deutschen das nicht mögen. Und man muss einige marginale Länder rauslassen aus dem Euro, auch wenn die Finanzmärkte toben, ja, damit sie wieder wettbewerbsfähig werden. Diese Extremlösungen, die sich da einige vorstellen, Frau Merkel, alles bleibt zusammen und so weiter, der Euro wird quasi auf eine ideologische Ebene, auf die Ebene einer Religion gehoben, das ist alles unpraktisch und ahistorisch, würde ich sagen. Das geht alles nicht. Ihre Frage dann, Herr Friedrich. Frage an Herrn Plumpes, sind wir in einer Vorphase, die Sie vergleichen könnten mit der Französischen Revolution? Und zwar deshalb, weil es einfach viele Kreise gibt, die die Realität nicht anerkennen wollen, ihren Träumen und ihren Feiern nachgehen. Und könnte es sein, dass man, um das positiv zu wenden, vielleicht aus dem demokratischen Prozess lernen könnte, der in dem kleinen Land Island geschehen ist und der wenig beachtet wird, wo das Volk sich anders entschieden hat als die ganzen Maßnahmen sonst in Europa. Herr Plumpe, Sie haben das Wort. Sind wir in einem vorrevolutionären Zustand? Das glaube ich jetzt. Also wenn ich das beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich sehr schnell Europa verlassen. Wäre sicher oder man könnte mit gutem Gefühl hierbleiben. Es ist sehr schwer darauf etwas zu sagen. Tocqueville hat ja in dem Buch über den alten Staat und die Revolution, da hatte sich ja über diese vorrevolutionäre Situation geäußert. Er meinte, es müssen genügend Probleme kommen und die alte Ordnung muss nicht mehr den Eindruck erwecken, sie könne das aufrechterhalten. Das sei sozusagen die wesentlichen Voraussetzungen für eine revolutionäre Situation. Normalerweise würde die alte Ordnung die Schwäche dann signalisieren, wenn sie beginnt, sich zu reformieren. Dann könnte man, mit Tocqueville würde ich sagen, ist es bisher noch nicht so, weil die bisherigen Institutionen immer noch eine gewisse Lebens- und Leistungsfähigkeit haben, zumindest aus den wichtigen Ländern Deutschland und anderen gesehen. Aber in der Peripherie sind die Bedingungen da, dass die Legitimität des politischen Systems auf dem Spiel steht. Das ist ganz offensichtlich, glaube ich. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, Herr Sinn hat es ja angesprochen, dass der Euro eine Logik in Gang gesetzt hat, die die Menschen als Entmächtigung erfahren. Als Entmächtigung auf der einen Seite ihrer ökonomischen und sozialen Existenz, weil die nicht mehr gesichert ist und sie auch gar keine Möglichkeit haben, das individuell noch irgendwie zu ändern. Was sollen sie tun? Und auf der anderen Seite eine Entmächtigung ihrer demokratischen Partizipationsmöglichkeiten, weil ihnen letztlich durch die Troika und durch andere vorgeschrieben wird, was sie machen wollen, was sie machen müssen, wenn sie Geld bekommen können. Und diese Entmächtigungssituation, die in verschiedenen Ländern des europäischen Südens zu sehen ist, das würde ich sagen, ist historisch eine doch sehr brisante Konstellation, die dort zusammenkommt. Ich will das nicht prognostizieren, aber das ist schon eine brisante Situation hier. Ich glaube, im Norden
ist die Fähigkeit der Institutionen und des gesellschaftlichen Gefüges nicht vorrevolutionär. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben noch ein bisschen Kuchen zu Hause, brauchen wir kein Brot, Herr Friedrich. Das ist Musik. Erstens wieder positiver Satz zu Herrn Böse Sinn. Ich glaube, diese Art innere Abwertung, die ist wirklich der wesentliche Kern. Sie haben drei Aspekte genannt, aber der wesentliche Kern, über der schwierig genug hat, auch in Island. Aber das ist, glaube ich, der einzig Richtige. Einen Begriff haben Sie aus meiner Sicht, Herr Professor Sinn, falsch benutzt. Sollten wir ein Land rauslassen aus der Währungsunion? Bitte schön, mit Verlaub, das will ja nicht raus, Griechenland, Italien. Wie können wir als Deutsche sagen, wir lassen die raus? Die können ja höchstens durch einen Beschluss im nationalen Parlament dies bewirken, aber das machen sie nicht. Ich habe mit allen gesprochen, keiner will raus. Die wollen alle drin bleiben. Lieber Herr Plumpe, der Verriss der Regionalpolitik ist natürlich zu groß. Regionalpolitik ist nicht per se des Übels oder des Teufels. Das kommt auf die Ideen an, das kommt darauf an, mit welcher Dimension. Es gibt immense Beispiele, wo Regionalstrukturpolitik, man kann auch sagen Subventionen, durchaus geholfen haben. In Bayern, ich komme aus einer strukturschwachen Region Franken, da sind mit Strukturgeld neue Seen gebaut worden. Jetzt haben wir im Sommer bis zu 60.000 Übernachtungen am Wochenende. Regionalpolitik ist nicht per se des Teufels. Und deswegen kommt es auf die Menge an, auf die Ideen. Eine Frage, weiß ich nicht, an wen ich die stellen kann. Das deutsche Modell vielleicht an der Kerbe. Ja, was ist, wenn das deutsche Modell am 22. September in Deutschland begraben wird und die Linken gewinnen, dann ist Schluss mit dem deutschen Modell. Dann legen wir alle in derselben Richtung in Europa. Ist dann Ruhe angekehrt? Gut, machen wir zuerst Herrn Kerber, ob wir uns vielleicht ohnehin italienisieren. Es sieht ja ein bisschen danach aus, nicht? Wir machen ja auch noch ein bisschen Schulden so nebenbei. Ist es dann eine Integrationsmöglichkeit? Und Herr Sinn sagte, wir brauchen 5% Inflation, schaffen wir nicht. Die Verdi versucht es gerade, ja. Also die Italienisierung Deutschlands ist ja in keiner Stadt besser zu spüren seit Jahrhunderten als in München. Gilt ja gemeinhin als die nördlichste italienische Stadt. Italiener fühlen sich hier sehr wohl. Nicht also Norditaliener, nicht nur beim Oktoberfest am italienischen Wochenende. Nein, mit dem Deutschen, also klar, wenn es eine richtungsändernde Wahl gibt im September, geht wirtschaftsphilosophisch der Konsolidierungskurs drauf. Ich glaube nicht, dass eine linke Regierung mit derselben Härte, die als Austerität verleumdete Konsolidierungspolitik der Staatsfinanzen weitertreiben wird in Europa und im Bund. Aber wesentliche andere Bestandteile des deutschen Modells, und das sage ich nicht, weil ich für den BDI spreche, die werden erhalten bleiben. Duales System, extrem hoher Anteil der sogenannten MINT-Fächer in der deutschen Belegschaft. Niemand anders in Europa hat 60% MINT-Absolventen in seinen Industrieunternehmen, das hat nur Deutschland. Die starke regionale Clusterung, dieser Wettbewerb zwischen BMW und Daimler, also auch zwischen zwei Regionen, das wird in Deutschland bleiben, aber unter einer eher linken Regierung wird das alles sehr, sehr viel schwerer werden und die größte Bedrohung sehe ich, wenn eine Substanzbesteuerung in Deutschland, sei es durch eine Vermögensteuer oder durch eine Vermögensabgabe käme, weil das, glaube ich, zu irreversiblen Abwanderungen von Kapitaleignern aus Deutschland in das naheliegende, auch deutsch sprechende Euro-Umland nach sich ziehen würde. Also ich weiß von vielen Unternehmern aus Baden-Württemberg, aus Bayern, dass die sich alle schon am Wochenende in Österreich umschauen, wo man den noch so schön leben kann und auch produzieren kann. Da gebe ich Ihnen recht, also die steuerlichen Rahmenbedingungen, die würden sich erheblich verschlechtern. Aber ich glaube, es wird ja in Deutschland wahrscheinlich doch zu einer anderen Wahl Na gut, kommen können. Das werden wir sehen. Die Frage war, Herr Sinn, wie kommen Sie zu dem Ergebnis, dass man fragen kann, wollen wir Sie rauslassen? Die Griechen sagen, sie wollen gar nicht raus. Ja, warum wollen die nicht raus? Ich kann Ihnen das sagen. Weil wenn sie rausgehen, sie die Druckerpresse verlieren. Jetzt können sie sich das Geld drucken, was sie brauchen, um die Güter zu kaufen, von denen sie leben. Und sie können auch das Geld drucken, was die Kapitalflüchtlinge brauchen, um ihre Wertpapiere noch zu verkaufen an die Banken. Also wir sind in der Phase in Europa, wo sich die Kapitalmärkte beruhigt haben. Warum haben sie sich beruhigt? Weil die Anleger die Möglichkeit haben, ihre Schulden loszuwerden
und die Papiere zu verkaufen an staatliche Institutionen, sei es nun die EZB, sei es der ESM. Und wenn wir diese Form von Ersatzkrediten wegnehmen, ja, dann sind sie sofort draußen. Sie wissen, was vorgestern der zyprische Erzbischof gesagt hat, der ja eine hohe politische Rolle dort spielt in dem Land. Wenn ihr uns nicht mehr die Kredite gebt, die wir brauchen, um den Bailout unserer, also ein Bail-in unserer Banken zu verhindern, nämlich dass die Gläubiger auch mit zur Kasse gebeten werden, dann drucken wir uns die alte zyprische Währung wieder. Die treten sofort aus, über Nacht treten sie aus. Wie sollen sie denn ihre Staatsbediensteten bezahlen, wenn sie das Geld nicht mehr aus der Druckerpresse kriegen? Und ich kann das nur betonen, das weiß die Öffentlichkeit nicht, weil es vielleicht ein klein bisschen zu kompliziert ist, aber es ist so. Das Land lebt seit Herbst 2007 ausschließlich von öffentlichen Krediten. Kein einziger privater Kredit ist dahin geflossen, sondern im Gegenteil, das griechische Kapital drängt noch raus und wird auch ersetzt durch öffentliche Kredite. Wenn Sie den öffentlichen Kredithahn zumachen, müssen Sie sofort in die Drachme gehen und die Drachme drucken. Sie haben überhaupt keine andere Wahl. Und das ist meine Meinung auch. Ich sage, wenn ein Land in Krise ist, können wir gut nachbarschaftlich helfen, ein, zwei Jahre, wenn es eine Liquiditätskrise ist, aber wir können doch nicht ein System machen, wo man sich nach Belieben hier bedienen kann. Es muss doch Grenzen geben und dann muss jeder selber entscheiden, wo er besser zurechtkommt, im Euro oder außerhalb. Herr Kerber, Sie haben bei den drei Ideen, die ich jetzt nochmal skizziere, von Professor Sinn, Austerität, Inflation und Rauslassen, ein bisschen beifällig genickt. Kein Schrecken für Sie? Naja, es läuft ja im Prinzip schon eine Mischung aus den ersten beiden Maßnahmen. Wir haben eine leichte Inflationierung im Euro-Kernraum und wir haben ein Absinken der Stückkosten, also der Lohnstückkosten und ein Steigen der Produktivität, wenn auch gleich schwach in Portugal, in Teilen Spaniens und in Griechenland. Nur das sind natürlich Prozentsätze, da dauert das Ganze noch 5 bis 10 Jahre. Ich wollte zu Zypern und Griechenland noch eines sagen. Es gehört natürlich zur Vollständigkeit der Diskussion in Berlin, dass es neben den ökonomischen Argumenten noch ganz andere Argumente gibt, warum man Zypern und Griechenland nicht rauslassen will. Die haben mehr mit NATO und Stützpunkten und Hochposten im östlichen Mittelmeer ein. Und da ruft dann auch mal der amerikanische Präsident hier in Brüssel an und in Berlin und wird sagen, na, die werdet ihr jetzt nicht über die Wupper gehen lassen. Das hat für die ökonomische Analyse keine Bedeutung, aber das spielt natürlich eine Rolle bei der Abwägung, ob man diese Länder ziehen lässt oder nicht. Also da gibt es dann hintenrum doch wieder Bewegungen, die sagen, komm, alles unter einen Strich gerechnet, ist uns das viel, viel wichtiger, dass wir im östlichen Mittelmeerraum gerade bei der jetzigen Situation zwei Hochposten haben, die zumindest militärpolitisch unverbrüchlich auf unserer Seite stehen, was beim NATO-Partner Türkei ja nicht immer so ganz der Fall ist, wie man in jüngster Vergangenheit sehen konnte. Herr Plumpe, also eine gewissermaßen eine fast totale Politisierung der Währung, oder? Ja, ich glaube, es ist was wir haben, ist aus politischen Gründen die Aufrechterhaltung einer Währung, deren ökonomische Wirkungen man nicht beherrscht, sondern die man nur bestenfalls eindämmen kann. Und jetzt hofft man damit irgendwie klarzukommen. Und es gibt ja schöne historische Beispiele. Und sag mal, gehen wir ein bisschen so, ich glaube, Krugman hat es gesagt, 4% Inflation, das sei ja für Deutschland ganz okay. Wir haben ja das erlebt. Unter dem Bretton Woods-System hatten wir eine Zunahme, der inflationäre Druck in den 50er, 60er Jahren war stark. Der ist dann durch Aufwertungen, die Bundesrepublik vollzogen hat, hat man versucht, das zu bekämpfen. In den 70er Jahren hat es nicht mehr funktioniert. Und was wir erlebt haben, ist schlicht und einfach ein Zerbrechen der Sozialpartnerschaft hier. Die produktivitätsorientierte Lohnpolitik, die für dieses Land ja sehr wichtig ist, die im Kern des Wiederaufbaus steht, die dazu geführt hat, dass sich die Gewerkschaften damit abgefunden haben, dass die Lohnentwicklung sich an der Produktivität orientiert, immer ein wenig unten drunter ist. Das ist 1969 vorbei gewesen, weil die Arbeiter spontan auf die Straße gegangen sind angesichts einer inflationären Entwicklung, in der das nicht mehr getragen hat. Und man wird sich daran entsinnen. Willy Brandt ist ja nicht zuletzt auch wegen Klunker gestürzt, der es geschafft hat, 1974 vor dem Hintergrund an zunehmender Inflation eine Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst von 11% durchzusetzen.
Mit der Folge, ja, es wird so getan, als könne man Inflation so kontrollieren, als könne man im Grunde genommen so vorgeben, 3, 3,5%, das passt noch irgendwie gerade. Man muss aber ganz eindeutig sehen, dass die relativen Preise auf dem Arbeitsmarkt für das Sozialmodell und für die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland von zentraler Bedeutung sind. Die Bundesrepublik hat sich anders eingerichtet als Länder, die Scala Mobile haben oder die dort auf andere Weise umgehen. Sie hat es mit großem Vorteil getan. Nimmt man eine Inflationierung in Kauf, glaube ich, dann nimmt man in Kauf, dass die spezifischen Vorteile der Sozialpartnerschaft, die für den Standort hier sehr wichtig sind, zumindest in Frage gestellt sind, mit einer Dynamik Ende offen. Nur eine Bemerkung, das neue fränkische Seenland, das will ich auf keinen Fall bestreiten, ich bin zwar nicht gewesen, habe aber viel davon gehört, nur in wirklich ernsten Fällen in der Bundesrepublik Deutschland hat es nichts geholfen. Die große Strukturkrise des Ruhrgebietes, die habe ich nun, ich war lange Zeit in Bochum an der Universität, ich habe es vor Ort miterlebt, die seit den späten 50er Jahren anhält. Sie ist in massiver Weise nicht einmal von der EU, sondern vor allen Dingen vom Land Nordrhein-Westfalen, indirekt auch durch den Bund über Kohlepfennig und Ähnliches subventioniert worden. Schauen Sie sich das Ruhrgebiet heute an. Dann sehen Sie, wo die realen Möglichkeiten von regionaler Strukturpolitik wirklich existieren. Darf ich dann noch mal kurz, bevor Herr Klinz nachfragen, Herr Plumpe, mit der Inflation. Ist das nur ein Gefühl, eine vererbte Angst, die wir vermutlich von unseren Urgroßeltern haben? Oder ist es so, dass die Nicht-Inflation ein Standardvorteil ist? Ich glaube, es wird sehr viel darüber gesprochen, dass die Inflation nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja beides mal in einer Massenenteignung der Bevölkerung geendet sind, was ja im Übrigen sich auch heute in den Vermögensstatistiken immer noch niederschlägt, weshalb die Bundesrepublik einen vergleichsweise niedrigen durchschnittlichen Vermögensstand hat, das hat was damit zu tun. Das ist meiner Ansicht nach aber eher ein großes Thema, das sich sehr leicht darstellen lässt. Die eigentliche Inflationsproblematik in diesem Land, das hat man in den 50er, 60er Jahren schon gesehen, ist die Frage, die sich in der Lohnpolitik stellt. Woran kann sich Lohnpolitik orientieren? Und zu einem der zentralen Vorteile des Standortes Bundesrepublik hat gezählt, dass man seit den 1950er Jahren eine unterdurchschnittliche Entwicklung der Lohnstückkosten im OECD-Bereich gehabt hat. Das hat immer die Angebotselastizität relativ stark unterstützt. Das hat immer dazu geführt, dass der Standort vergleichsweise gut zu behaupten gewesen ist. Und dieser Zusammenhang hängt eindeutig damit, dieser Zusammenhang ist eindeutig darauf bezogen, dass die Tarifpartner genau wissen, wie sie sich in den Lohnfragen verhalten können. Und da gab es immer auch eine Art Gemeinschaft von Arbeit und Kapital, weil man relativ genau wusste, produktivitätsorientierte Lohnpolitik ist eine Win-Win-Situation. Die hängt existenziell an der Geldwertstabilität. Herr Klinz? Ja, Thilo Sarrazin hat ein Buch geschrieben, Europa braucht den Euro nicht. Und wenn man das liest, kann man sich den Analysen durchaus anschließen. Eigentlich hätte er den Titel anders formulieren müssen. Er hätte sagen müssen, Europa hätte den Euro nicht gebraucht. Denn nun haben wir ihn mal. Und ich glaube, wenn wir diskutieren, müssen wir uns ja immer fragen bei der Abwägung oder Einschätzung der Alternativen, was bedeutet denn zum Beispiel eine Aufgabe oder auch nur teilweise Aufgabe des Euro? Oder auch was bedeutet der Austritt eines oder mehrerer Eurozonenländer? Das hat Prognos versucht in einer Studie zu quantifizieren. Und die Ergebnisse sind überraschend. Da kommt nämlich raus, dass selbst der Austritt von Griechenland mit erheblichen finanziellen negativen Auswirkungen auf die anderen Länder verbunden ist. Und selbst wenn Sie die Prognose sagt, erst Griechenland, dann Griechenland und Portugal, dann Griechenland, Portugal, Italien, Griechenland, Portugal, Spanien, also alle vier. Und selbst ein Land wie USA ist massiv betroffen davon. Ob das nun im Einzelnen stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Ökonometriker, konnte es im Einzelnen, kenne die Modelle nicht nachvollziehen. Aber immerhin, das sind ja gestandene Leute, die das durchgerechnet haben. Das heißt, wir müssen immer abwägen zwischen einer Situation, die in hohem Maße unbefriedigend ist. Ich glaube, das hat die Diskussion bisher schon gezeigt. In hohem Maße unbefriedigend ist. Aber mit einem Szenario, einem Alternativszenario, was nicht notwendigerweise so viel besser ist. Und wir dürfen uns nicht dem Trugschluss hingeben, wenn wir jetzt die Eurozone gegen die Wand fahren lassen oder wenn wir zig Länder im Südraum austreten, animieren auszutreten, dann sei die Welt in Ordnung. Dann ist die Welt eben leider Gottes auch nicht in Ordnung. Aber was jetzt die Schreckensszenarien betrifft, ist ja das Problem, dass alles, was man tut,
letztlich schreckliche Implikationen hat. Auch die Fortsetzung des jetzigen Kurses im Euro ist aber nun mehr als schrecklich. Was wollen Sie denn den Griechen noch antun und den Spaniern? Wie hoch wollen Sie denn die Arbeitslosigkeit treiben? Die Jugendarbeitslosigkeit geht gegen 60%. Wie lange halten denn diese Länder das aus? Das ist ja doch das Horrorszenario im Euro, das wir im Moment gerade erleben. Und ich sage Ihnen, wenn man es zum Heiligtum erklärt, dass jeder im Euro bleibt, dann muss man auch jeden bis zum geht nicht mehr retten. Das heißt, man stabilisiert die falschen Preise bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und zerstört die Jobs. Es gibt einen fundamentalen Konflikt zwischen der Sicherung der Kapitalmärkte und der Sicherung der realen Ökonomien. Weil wenn ich die Kapitalmärkte beruhige, dass sie wieder in diese Länder gehen, ja, dann halten wir die falschen Preise und Löhne, die weit über dem Gleichgewicht sind, aufrecht und die Wettbewerbsfähigkeit ist zerstört, bleibt zerstört. Wir sehen es auch am Euro. Als Mario Draghi ankündigte, dass er also beliebig viel Staatspapiere kaufte, ging der Euro gleich hoch. Und die Wettbewerbsfähigkeit der südlichen Länder wurde noch schlechter, als sie sowieso schon war. Man hat also immer diesen Konflikt. Und der große Fehler der ganzen EU-Politik ist, dass sie sagt, es sei ein Ziel, die Kapitalmärkte zu beruhigen. Ja, wieso denn das? Ich dachte immer, der Kapitalismus lebt davon, dass die Anleger unsicher sind über die Ergebnisse ihrer Investitionen und schlaflose Nächte haben. Man darf die nicht beruhigen, sondern man muss die Realwirtschaft stabilisieren. Und das ist das Gegenteil von Kapitalmarktberuhigung. Ihre Frage? Stefan Bierling, ich unterrichte internationale Politik an der Universität Regensburg und ich würde ganz gern auf den Begriff, der über der heutigen Veranstaltung steht, kurz zu sprechen kommen, nämlich der Führung, das heißt ja auch politische Führung und Sie sind alle politikaffin, Politiker, europäisch vernetzt. Wie lange sind diese europäischen Nachbarn überhaupt bereit, deutsche Führung zu akzeptieren? Der Euro wurde ja eingeführt unter dem Druck der Franzosen, um gerade diese europäische Führungsmacht Deutschland zu domestizieren, einzubinden. Und jetzt 20 Jahre nach Maastricht sehen wir, ironischerweise das Gegenteil ist passiert. Wir sind in einer stärkeren Position. Wir müssen die Führung annehmen, die wir eigentlich ganz gern vermeiden würden. Wie weit kann das gehen, Herr Kerber? Sie waren so nah an Herrn Schäuble dran. Ist das ein Gedanke, der Ihnen immer im Kopf rumspuckt? Zuerst Herr Kerber, wobei er schon pessimistisch war, und dann Herr Klinz. Also dann probiere ich zum Abschluss hin, optimistisch zu werden. Aber also stark verkürzend hat Schumpeter ja mal gesagt, am Geldwesen eines Volkes kann man alles erkennen, was dieses Volk ausmacht. Stark verkürzt das Zitat. Am Euro haben wir das Problem, dass es kein europäisches Volk gibt. Aber wenn Sie die Teilvölker nehmen, können Sie genau sehen, aus welchen Hölzern die geschnitzt sind. Das ist meine Überleitung auf den Versuch Montis und Sarkozys, ihren Wählerschaften klarzumachen, so ganz ist dieser deutsche Weg nicht falsch. Den müssen wir auch beschreiten. Monti hat es relativ versteckt getan, wurde abgestraft dafür, nicht mal 10%. Im November des vorvergangenen Jahres hat in Lyon bei einer Wahlveranstaltung Sarkozy den Franzosen gesagt, nous devons devenir comme les Allemands, wir müssen werden wie die Deutschen. Das Ende vom Lied ist bekannt, sie haben Hollande gewählt. Es gibt also eine kognitive Dissonanz zwischen dem, was getan werden muss, nämlich ein klein wenig so wie die Deutschen zu werden, ohne auszusehen wie die Deutschen. Ich glaube, das ist die große Angst in den Ländern, dass das, was Herr Klinz sagte, vor 20 Jahren hat man eine offensichtliche deutsche Dominanz über den Zentralbankrat Dienstagnachmittags in Frankfurt eingetauscht gegen einen Gleichheitsgrundsatz. Man macht knapp 25 Jahre später auf, und sieht, dass man die Bundesbank überwunden hat. Aber irgendwie muss man immer noch so werden wie die Deutschen. Und das ist die große politische Führungsaufgabe. Wie bringen wir den anderen bei, dass so zu wirtschaften und zu arbeiten wie die Deutschen nicht der Anfang vom Ende des Glücks ist oder so. Aber wir haben da eine wirklich schwierige politische Aufgabe für unsere Kanzlerin oder wer immer dieses Land führt, das den anderen schmackhaft zu machen. Ich weiß nur eins und dann werde ich schon wieder negativ. Wir haben dem französischen Verband angeboten, dass sie, also unserem Partnerverband, dass doch mal die Gewerkschaften aus Frankreich zu den Gewerkschaften nach Deutschland kommen und sich das Modell hier anschauen. Dann haben die französischen Gewerkschaften gesagt, das ist das Letzte, was wir machen werden. Weil wir sind echte Sozialisten, wir sind echte Kommunisten. Und wir sind nicht so korrumpierte Gewerkschaftsmenschen wie die Deutschen. Ende der Durchsage. Also es gibt tief sitzende Ressentiments gegenüber unserem Modell.
Und ich weiß am Ende dieses Tages ehrlich gesagt nicht, wie wir die überwinden können, aber wir müssen diese Ressentiments bei den anderen in unserem eigenen Interesse überwinden. Ohne dass wir Transfers zahlen. Weil das, ja, ich meine. Herr Klintz, wie ist die Akzeptanz? Ja, also, wobei Ihre Anzüge schon gut sind. Das ist natürlich ein Gespräch auch bei uns im Parlament zwischen den nicht-deutschen Abgeordneten und uns. Ich glaube, rational sehen sehr viele, um nicht zu sagen die meisten Nichtdeutschen, durchaus, dass Deutschland eben nicht zuletzt ja besser dasteht als sie selber und dass es also schon zu tun hat mit der Grundeinstellung, wie gewirtschaftet wird und welche Rolle der Staat oder wie wenig Rolle der Staat spielt, dass der Staat eben nur die Grundkoordinaten vorgibt, aber sonst nicht, sich nicht einmischt. Die anderen Staaten sind zum größten Teil alles Etatisten, immer gewesen. Und das kriegen sie auch nicht von heute auf morgen weg. Es kommt hier sehr auf Fingerspitzengefühl an. Und die deutsche Regierung bemüht sich ja tatsächlich, ihre Vorstellungen durchzusetzen, ohne mit dem Hammer auf den Tisch zu schlagen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber bisher hat sie es geschafft. Und sie wird unterstützt, zum Glück, noch von einer Vielzahl anderer Staaten. Sowohl in der Eurozone als auch nicht in der Eurozone. Und wenn ein polnischer Außenminister sagt, mir ist ein Deutschland in dieser Phase lieber was führt, als eins, was nicht führt, so sagt das im Prinzip alles. Die anderen wissen, es kann kein Vakuum, darf kein Vakuum entstehen. Sie wissen, es muss einer sich vor den Zug stellen. Und letzten Endes wissen sie auch eins. Sie wollen ja oder vertrauen darauf, dass wenn es hart auf hart kommt, Deutschland die Zeche zahlt. Und dann wissen sie auch, dass wer zahlt, schafft an. Also das wird nicht ausgesprochen, aber das ist natürlich ein bisschen so. Das ist also ein Drahtseilakt, um ehrlich zu sein. Und deswegen sind wir ja auch alle so darauf erpicht, dass die Briten die Europäische Union nicht verlassen. Weil die Briten sind, trotz aller Schwächen, die sie haben, sind an sich die von den Großen die einzigen, die auch bedingungslos an freie Märkte, Wettbewerb, Leistung und möglichst wenig staatliche Interferenz glauben. Das ist so. Wenn die rausbrechen, dann haben wir es nur noch mit etatistischen Staaten wie Frankreich, Italien, Spanien etc. zu tun. Das wird dann sehr schwierig. Wenn wir jetzt zum Schluss eine kleine Prognose noch von der linken Seite hier in die Zukunft wagen, weil unsere Zeit an sich schon abgelaufen ist. Herr Sinn, Sie haben gesagt, drei Methoden, Austerität, Inflation, Reduktion, nenne ich es mal an der Zahl der Teilnehmer. Ist es durchhaltbar? Die Austerität, die geringe, ist ja jetzt schon extrem schmerzhaft für viele. Nee, das ist eben nicht durchhaltbar. Deswegen bin ich sehr pessimistisch. Ihr habt jetzt die Länder alle bereist. Ich habe viel mit den Leuten geredet. Denen steht das bis hier. Die haben die Nase voll. In Italien absolut die Nase voll. Auch selbst ein Land wie Irland, das ja jetzt ganz gut zum Schluss dasteht, nach 15% Preissenkung, das sind die Einzigen, die es hingekriegt haben. Die haben also sowas von die Nase voll. Wir machen uns ja auf der Insel der Seligen, auf der wir leben, nicht die geringste Vorstellung von den gesellschaftlichen Zerreißkräften, die dort in diesen Ländern wirken. Also meine Prognose ist, das geht nicht mehr lange. Wir sind jetzt dabei, in die dritte Welle der Krise reinzukommen. Die erste war die Subprime-Krise in Amerika, die zweite die europäische Schuldenkrise, staatlich und privat. Und die dritte ist jetzt die kaum lösbare reale Krise mit der Massenarbeitslosigkeit und der Verweigerung der Bevölkerung. Die wählen jetzt also radikale Parteien, die was ganz anderes wollen. Und die werden von alleine austreten. Es wird Austritte geben, da wette ich mein letztes Hemd dafür in den nächsten 10 Jahren. Es ist schwer zu sagen, wie lange das geht. Und wir können die Kapitalmärkte beruhigen bis zum geht nicht mehr. Wir können also unser ganzes Vermögen da reinstecken. Trotzdem werden die ja nicht wettbewerbsfähig. Das macht ja keine Jobs für die Griechen. Was hat die griechische Bevölkerung davon, wenn wir jetzt den reichen Griechen die Möglichkeit geben, ihre Staatspapiere noch bedient zu kriegen? Haben die gar nichts davon. Sondern sie sind und bleiben unzufrieden mit dieser Situation und das wird sich auch bei den Wahlen politisch zeigen und da werden radikale Dinge passieren. Wir sind also im Vorfeld größerer Umwälzungen in Europa.
die Situation ist tatsächlich wie in Bretton Woods. Es ist exakt ökonomisch derselbe Vorgang. Die Target-Salden sind das, was damals die Dollars bei uns waren, die dann zum Teil mit Gold bezahlt wurden oder nicht. Ist alles genau gleich. Preisstarrheit, die fehlende realwirtschaftliche Anpassung. Es ist genauso, wie Friedman es gesagt hat. Der Euro wird 10 Jahre halten und dann kommt er in Schwierigkeiten. Es ist alles vorhersehbar gewesen. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Und es können Heerscharen von Brüsseler Politikern ihre hehren Ziele verkünden. Das wird zerbrechen an der ökonomischen Realität. Denn die ökonomischen Gesetze sind stärker als die politischen. Herr Plumpe, vielleicht eine zugespitzte Frage. Europa wird ja dann immer als mögliches Schlachtfeld wieder beschrieben. Ist das eine historische richtige oder falsche Betrachtung? Ist ja ein Mantra zuletzt. Der Bundespräsident hat noch mal wiederholt, als habe er seine Rede aus allen Versatzstücken zusammengekleistert. Nur Arte rettet uns, hat er gesagt. Ja, das ist, was die Politik vorträgt, ist das eine. Ob das wird im Wesentlichen ja letztlich gesagt, um die Bevölkerung so ein bisschen bei der Stange zu halten, um diplomatisch kluge Sätze zu sagen. Das muss ja deshalb historisch nicht zutreffen, was da gesagt wird. Aber ich will jetzt gar nicht da wegmessern im Einzelnen. Was ein Problem ist, das muss man ganz nüchtern sehen. Also ein Problem ist, dass im Kaiserreich entstanden ist, ist das, dass Deutschland aufgrund seiner ökonomischen Dynamik in Europa letztlich der stärkste Partner in einem Spiel ist, in dem es politisch nicht der stärkste Partner ist. Es ist auch sowohl von seiner ökonomischen Kraft als auch von seinen politischen Möglichkeiten her sehr groß, sehr einflussreich, sehr bedeutend, aber nicht so, dass es die anderen dominieren könnte, die sich von daher in der einen oder anderen Weise immer so zusammentun, dass man das Problem kontrolliert hält. Das kann im Ersten Weltkrieg zu dieser Konstellation führen, die dann schließlich in den Krieg gemündet ist, der gar nicht so sehr von Deutschland ausging, aber das Problem war in gewisser Weise schon Deutschland, die dort hineingerutscht sind. Der Zweite Weltkrieg ist eindeutig von ausgegangen und danach hat man sich gesagt, wir müssen die auf Dauer irgendwie in den Griff bekommen, denn man kann ohne uns ja nicht wirtschaftlich leben. Wenn man ohne Deutschland hätte wirtschaftlich leben können, hätte man es 1945 getan. Die Tatsache, dass die Bundesrepublik relativ schnell wieder integriert wurde, war der Tatsache geschuldet, dass ein europäischer Wiederaufbau ohne Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Man musste also einen Weg finden, Deutschland wirtschaftlich mitspielen zu lassen, es gleichzeitig zu kontrollieren. Diese Konstellation ist in den 1980er, 90er Jahren finanztechnisch außer Ruder gelaufen durch das Ende von Bretton Woods, Sie haben es gesagt. Und durch die Wiedervereinigung ganz. Wir haben jetzt wieder das Problem, dass im Grunde genommen die europäischen Nachbarn mit einer ökonomischen Kraft in ihrer Mitte konfrontiert sind, der sie im Kern misstrauen, von der sie zwar profitieren, der sie im Kern misstrauen. Das würde ich auch sagen, ist eine politische Lösung für die deutsche Regierung, die klar machen muss, dass die deutsche wirtschaftliche Stärke eine Möglichkeit für die anderen und keine Bedrohung ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man kann es nicht mit technischen Einrichtungen machen, die selber zu viele Probleme erzeugen. Da muss der Hirnschmalz der Politik her, sich zu überlegen, wie können wir eine Lösung finden, die alle am Boot hält, ohne in dieser Weise ökonomisch desaströse Folgen zu provozieren. Herr Klienz, die Bedrohung durch Deutschland, wird die so wahrgenommen? Also ich meine, das Wirtschaftspotenzial Deutschlands ist größer als das von Großbritannien und Frankreich zusammen, wenn ich an die Industrie denke. Das sagt ja alles. Und unsere Hidden Champions, der Mittelstand, sind eben Weltmarktführer in Hunderten von Sektoren. Also ich glaube, dass es kein Zurück gibt, dass auch wenn ökonomisch alles dafür spricht, dass der Euro auseinanderbricht, dass es kein Zurück gibt, Einzelstaaten mögen austreten und dass die einzige Möglichkeit darin, dass man zumindest mit den Willigen, das sind vielleicht nur 7, 8 oder so, tatsächlich voranmacht und sich politisch stärker integriert und vertieft, nicht unbedingt gleich die Vereinigten Staaten von Mitteleuropa, aber kurz davor, so eine Art Konföderation, das ist die einzige Möglichkeit, denn unser Geld wollen sie sowieso haben, mit und ohne Konföderation, dann ist es besser, wenn wir tatsächlich einer von einem integrierten Gebilde sind. Ja, ich habe es vorhin gesagt, der Rhein als politische Grenze zwischen Deutschland und Frankreich bedeutet, dass wir demnächst wieder die Waffen zählen. Das kann es nicht sein. Mit all den Schwächen, aber auch ein paar Vorteile. Herr Kerber, Sie haben eine 8. These noch. Ja, ich habe vor 25 Jahren mal beim Bankhaus Warburg das Bankgeschäft gelernt im Bereich
Fusionen und Übernahmen. Die Logik ist eigentlich, man muss die deutsche ökonomische Kraft mit dem französischen politischen Selbstbewusstsein paaren, dann haben sie den idealen europäischen Player. Wirklich. Das ist mein absoluter Und die italienische Kreativität. Also weil Frankreich hat ein politisches Selbstbewusstsein, auch international, das hätten wir nie, das können wir nach 45 auch gar nicht mehr entwickeln. Nein. Aber es fehlt ihnen der ökonomische Muskel, den haben wir. Ja. Aber im Moment bewegen sich die beiden Fusionspartner eher auseinander als aufeinander zu. Das ist ein Problem. Gut. Herr Gruber, ich glaube, Sie haben ein Schlusswort. Sie haben keins. Dann darf ich mich im Namen, glaube ich, der Panelisten bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören, wenn es ein harter Boden gewesen wäre. Sie waren ein gutes Publikum, wir danken uns und wir hatten eine angeregte Diskussion. Applaus